über mit dem Auto um. Ich hatte ja vorher die Phase so, Kerstin, nein, du musst jetzt ganz ruhig sein, du liebst alle. Und Ey, ich bin du? Was ist denn da jetzt los? Hallo? Ist das der Der Udo? Schöne ist noch da, was ist denn da mit euch los? Was ist denn mit euch alles los? Wir haben viel zu lachen. Ja. Hallo Udo. Hi. Aber jetzt kannst du uns nicht sehen. Wollen wir mal versuchen, die Kamera Das anzumachen? Aber ist, das das kannst könnt ihr, du. das könnt ihr prinzipiell machen, aber das ist normalerweise ist das stehendes Bild. Richtig. Ist der Heiko auch noch dabei, weil ich den gerade angerufen habe? Ja. Ja. Der Heiko, bist du Heiko? Ich habe gerade bei dir angerufen. Ich wollte bloß Bescheid sagen mit den Lautsprecher, den habe ich gerade angerufen. Beziehungsweise der Stefan, der macht es, der kommt am Montag Nachmittag in Sonnenhof und der bringt PA-Boxen mit. Zwei oder vier, wie wir es haben wollen. Aktive. Und den passenden Verstärker. Das sind Aktivboxen. Es gibt fast bloß nur im PA-Bereich bloß noch Aktivboxen. Also mit Cinch-Eingang, ich habe gesagt, mit einem normalen Disco-Mischer mit Cinch-Ausgang und der bringt es mit. Weil der macht ja Großveranstaltungen und Diskothekenbeschallung und so auch. Ja, ist gut, da bringe ich keine Lautsprecher mit. Dann brauchst du da nicht rumtun und dann haben wir einen richtig satten Sound. Weil der normalerweise ja Rockkonzerte und so weiter das beschallt. Ja. Ne? Da wollte ich dir eigentlich Bursche sagen. Und was macht ihr Schönes? So ein bisschen Plauschen. Nicht zuletzt hat man es überlegt. Aber mit viel Lachen. Ja, wenn das richtig macht, wird er irgendwann noch mal merken, dass das Leben wirklich ein Witz ist und man muss die Pointe verstehen. Genau. Es ist so. Es ist unheimlich hartnäckig, das Ego. Und ihr wisst, wenn ich immer wieder wiederhole und wiederhole und wiederhole, Erfahrungswert jetzt, und wir reden jetzt wieder auf dieser, wie ich sage, auf dieser raumzeitlichen Ebene, dass ihr mich versteht, dass es nicht so kompliziert wird, dass der Prozess, wo sich herauskristallisiert, ist es normalerweise fast 20 Jahre lang muss man dieselben Sätze hören, bis man wirklich begreift, was das bedeutet. Man versteht es im ersten Moment, aber man dreht sich rum und dann ist es wieder weg. Stimmt. Und dann kommt die Angst wieder hoch. Und dann kommt das Richten und das Werden und das Urteilen. Dann schmiert man eigentlich schon wieder in die Unbewusstheit. Und der erste Trick ist nicht, dass man Wörter auffächert, das ist immer, das lasse ich ja parallel laufen, sondern dass du dir wirklich bewusst machst, was hier und jetzt im Moment da ist und du merkst, du hast ständig Wechselbilder, immer und immer wieder. Und diese Verwirklichung in deinem Kopf, dass ich mir, wir haben zurzeit den Spaß, ich bin beim Essen als Brösel-Udo und dann ist die Bildzeitung da und plötzlich ich schlage die Bildzeitung auf, riesen Blutlache auf meinen Tisch. Zumindest ist rote Farbe auf dem Tisch. Jetzt ist aber die Frage, ob die rote Farbe auf einem Leichnam drauf ist oder auf einem fetzen Papier, ist eine andere Frage. Weil da zurzeit diese Horrorbilder von Nizza und so abgebildet werden. Und das ist, du wirst immer merken, dass du jeder Moment, der Trick besteht darin, du bist ein träumender Geist, der bist du natürlich nicht, sondern du bist der Geist, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Das haben wir so oft durchgekaut, dass du immer eins drüber bist. Du wirst irgendwann einmal merken, dass das, was du von dem Udo-Brösel hörst, jetzt von dem Lautsprecher hörst, das ist das, was jetzt ist. Der Udo ist schon wieder was Ausgedachtes. Dass ich dich nur darauf hinweise, was de facto wirklich, wirklich ist. Und es ist das Ego selber, ist der Satan. Wir gehen da im Blindfeld genauer drauf ein, noch wesentlich genauer drauf ein. Wobei du alles schon 100 Mal gesagt hast. Und wir wollen nichts verändern, überhaupt nichts verändern. Die Veränderung besteht darin, dass dein Bewusstsein dich erhebt und du merkst, dass du in einer Kette von ausgedachten Leuten, von ausgedachten Menschen oder Erscheinungen bist du das letzte Glied, der Geist, der mir jetzt zuhört. Und darüber gibt es nichts zu diskutieren. Weißt du, ich kann euch jetzt wieder erzählen, ich sage, wir denken uns einen Denker, der denkt sich was aus. Wer ist mächtiger? Das Ausgedachte oder der Denker, der sich's ausdenkt? Das ist das Spiel. Es ist erst einmal von einem Denker aus gesehen, ist alles, was er sich denkt, ist so, wie er sich's denkt. Aber es gibt einen, der mächtig ist, das ist nämlich der, der sich jetzt diesen Denker ausdenkt. Und sobald wir uns an Denken, der sich an Denker ausdenkt, muss noch mal einer da sein. Jemand, der sich jemanden ausdenkt, der sich an Denker ausdenkt. Weil du magst, sobald du an was denkst, schiebst du das vor dich hin. Und diese Erkenntnis, dass du irgendwann mal erkennst, das bin ich, dann kannst du sagen, wie ich es behaupte, wahrlich, ich sage dir,
ehe Jesus war, war ich. Und als Jesus habe ich gesagt, ehe Abraham war, war ich. Du kannst sogar sagen, ehe Gott ist, bin ich. Weil einen Gott gibt es auch bloß, wenn du ihn ausdenkst. Und im selben Moment musst du aber für alles, was du dir ausdenkst, auch die Verantwortung übernehmen. Ernste Themen. Obwohl man doch lachen kann auch, ne? Der alte Satz von dem Udo, lerne über alles und jeden zu lachen, ohne dich über was lustig zu machen. Ja. Das ist es. Das ist diese Weisheit, liegt wirklich, der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Und mit dieser Erkenntnis, vor was solltest du Angst haben? Ich sage, ich kann dir ja nicht einmal drohen. Soll ich dir drohen, dass ich dich wegmache? Du bist doch schon nichts. Die Angst besteht darin, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Und ihr seid jetzt mittlerweile in dem Alter, dass ich immer wieder sage, wenn du über irgendwas nachgrübelst, dir muss irgendwann nochmal bewusst werden, dass der Geist, der das Leben erlebt, dass der sich nicht verändert hat. Ob du jetzt an deinen Körper denkst oder du denkst jetzt dich als 20-Jähriger. Wenn du jetzt irgendwas nachdüftelst, wenn der Heiko zum Beispiel über irgendwas Gedanken macht, weil er Aufnahme macht oder was schneidet oder was auch immer, der Geist, der jetzt nur über einen gewissen Moment über ein Thema nachgrübelt und in dem Moment nicht an seinen Körper denkt. Und der kleine Heiko, der irgendwie was weiß ich, was bastelt als 20-Jähriger oder 18-Jähriger. Dieser Geist, der das macht, der sich Heiko nennt, hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist nicht älter von Heiko. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist irre, das Gefühl. Das Gefühl ist ganz, ganz verrückt. Wenn man jetzt dann in das Alter von der Heidemarie kommt, wird es noch krasser. Oh Gott, so nichts. Stimmt es? Das ist, dass du wirklich, dass hier rein über, was koche ich heute, oder wenn du mal nicht schwitzt an den Körper denkst, dass der Geist, der sich jetzt Gedanken macht, was koche ich, oder 40 oder 30 oder 20-jährige Heide, musst du dir eingestehen, dass dieser grübelnde Geist eigentlich überhaupt nicht älter geworden ist, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist gleich geblieben, es ist das ganze Leben, es ist nur wieder der Satan, deine eigene Logik, die dir versucht, irgendwas einzureden, mit den ganzen Ängsten, mit dem ganzen Zeug. Genau. Und da hat man dann immer wieder Phasen, und was natürlich hartnäckig ist, ist dieses Ego wertet und urteilt und richtet. Ja. Ja. Das wirst du wirklich merken, der klassische Satan. Und ich nehme es vorneweg, obwohl ich es in ein paar Gespräche schon angesprochen habe. Wir haben ja die zwei Bezeichnungen. Einmal den Shaddai, Ani El Shaddai. Da machen wir nur die Buchstaben. Shin, De, J. Das heißt ein logisch geöffneter Intellekt. Und Shin, De, diese logische Öffnung, das heißt jetzt erst einmal Dämon. Und der Dämon ist eine Schöpfermacht im Altgriechischen. Eine Schicksalsmacht. So steht es in jedem altgriechischen Wörterbuch drin. Überhaupt noch nichts Negatives. Und Shaddai, wird in der Bibel wird es nur mit der Allmächtige übersetzt, und der ist in einem gewissen Maß allmächtig. Das heißt dann mein Dämon, meine eigene Schicksalsmacht. Und der Satan, der auch in der Bibel vorkommt, der schreibt sich Sintet nun, das ist praktisch dieses Shin, Sin als Sin, als Sinus jetzt, als Gedankenwelt, heißt ein logisch gespiegelte Existenz. Aber jetzt schau mal, denke mal jetzt an dich, und dann wird dein logisch sich öffnender Intellekt, der Shaddai, der Dämon, wird sich selber spiegeln und sich selbst vor sich hinstellen und sagen, das bin ich. Das ist der logisch gespiegelte Existenz von dir selber. Das existierende Ich ist das blaue Ich. Das ist der Satan. Das ist dein blaues Ich. Und darum heißt es in den Übersetzungen auch, das ist der Ankläger. Jetzt frage ich dich, wer ist es, der permanent an einen rumnörgelt und an einen rumkotzt? Und wer bestimmt, was richtig und verkehrt ist? Ja. Wie oft habt ihr schon gehört in Selbstgesprächen, wenn ich sage, ich mache dich, Geistesfunke, zum Richter und Ankläger über alles und jeden. Und deine Richterstriche vollstrecke ich an den Menschen, der du zu sein glaubst in deinem Traum. Bis du begreifst, was die rote Liebe ist, die allumfassende Liebe. Weißt du, diese Hingabe, dieses Geschehen lassen. Ja, das passiert ja nur dann, wenn ich es fließen lasse und beobachte. Das und ist mich die große, nicht einmische. Das ist genau. Jetzt die verborgene Harmonie der Dinge, Harmonie. Dass alles, was sich widerspricht, eine neue Qualität auf einer höheren Ebene ergibt. Das heißt, ein Widerspruch ist es, wenn ich sage, das Wesentliche wird sich dann elementar verändern, wenn du aufhörst, irgendwas verändern zu wollen. Meine Geschichte mit dem berühmten blinden Arschloch.
Weil das Erste, was du nämlich feststellst, dass sich von Moment zu Moment deine Information sowieso verändert. Die Schwierigkeit ist, dass du täglich grüßt das Mul mit dir machst, weil du permanent versuchst, irgendwas anders haben zu wollen, wie es ist. Ja. Was aufhalten wollen, was festhalten wollen. Das heißt, ich nehme die Rolle an, die ich spiele. Wenn ich die Rolle nicht annehme, so wie, dann genau will ich sie immer verändern. Egal, aber bewusst, ganz wichtig. Ja. Mein Tom Hanks Beispiel ist so unendlich tiefgreifend, dass du ja zwei Stufen hast. Dass ich sage, du als Geistesfunken spielst zurzeit eine Rolle in deinem Traum und dann sollen wir stellen uns jetzt mal vor, du wärst ein Schauspieler. Ja. Mein Tom Hanks Beispiel. Als Schauspieler wiederum sucht er sich seine Rollen ja raus, die er spielt. Und da wirst du feststellen, dass die sehr breit gefächert ist, vom AIDS-Kranken über den Schiffbrüchigen und so weiter und so weiter. Ja. Und genau, wir können auch mal einen Deutschen nehmen, nehmen wir unseren Heinz Rühmann. Ja. Du denkst dir, du träumst, du bist der Heinz Rühmann und als Heinz Rühmann spielst du so und so viele verschiedene Rollen. Diese und schöne der Mann vom anderen Stern, ich hoffe, ich habe euch den angeschaut. Was hier im Verteiler war. Der Heinz-Rühmann-Film, der alte. Habt ihr den gesehen? Was hast du da an rein? Habe ich gar nichts gesehen. Von das ist schon länger her. Der Mann vom anderen Stand. Habt ihr den nicht gesehen? Nee. Leute, der ist halt so unheimlich wichtig. Der ist so tief. Der ist so unendlich tief. Warte doch mal schnell, ob ich die Adresse schnell habe. Oh, das wäre schön, wenn du unser Ding. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film, gibt es auf YouTube. Und wie heißt du der? Kleinen Moment, kriegst du gleich sofort von mir. Haben wir doch schon. Leute, der ist der Film. Mein Michael, raumzeitlicher Schnickschnack, der hat gesagt, der hat es dann dreimal hintereinander angeschaut. Den hat so den Vogel rausgehaut und dann hat er angefangen noch aufzufächern. Er sagt, das ist ja absolut irre. Er wüsste nicht die letzten Jahre, dass er einen Film gesehen hat, der ihn dann so beeindruckt wie der Film. Den müsst ihr doch mitgekriegt haben. Na, der ist immer wieder, wenn was hier auftaucht, pass auf, ihr kriegt den sofort von mir jetzt auf Skype auf die Adresse, hängt die Adresse dran. Okay. Wenn der rechts unten mit der Maus in die rechte untere Ecke fährt, ist eine Sprechblase und wenn die klacks, klappt es auf und dann ist der Film. Ja. Da habe ich es reingestellt, da könnt ihr es dann abrufen. Okay. Oder gleich schnell aufmachen und aufmachen, dass er offen ist. Und lasst euch überraschen und jetzt alles, was euch möglich ist in Erinnerung mit Holofeeling. Schaut es mit dem Bewusstsein von Holofeeling. Wenn wir den miteinander anschauen, ich sage mal mit Leuten, wenn ich Filme anschaue, dehnt sich das ja ewig, weil ich dann alle paar Sekunden festhalte und das genau erkläre, was das bedeutet. Und das gilt ja für jeden Moment, egal was passiert. Ob du eine Zeitung liest, ob du Nachrichten schaust, du wirst merken, deine Traumwelt kommuniziert mit dir. Die ganzen Liedchen, wo ich einspiele, ich mache das ja bloß in einer Kindergartensprache, ihr seid doch Gottes Kinder. Flüssiges gab ich euch zu trinken, weil ihr noch keine feste Nahrung verträgt. Das ist ein Satz aus der Bibel. Flüssig steht immer für was abwechselnd zeitlich, weil ihr die festen Brocken noch nicht aufnehmen könnt. Und das ist diese Naivität, dass du mit der Unschuldigkeit schaust, dass du mal merkst, dieser ganze Wahn in deiner Traumwelt. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich sag, wir verfügen über das Bewusstsein, dass mir nicht so niemand, den wir uns jetzt ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie wir ihn jetzt denken. Das ist ganz, das musst du jeden Moment, musst dir das bewusst sein, wenn du dich wieder über irgendjemanden aufregst. Ja, es ist aber die Beweglichkeit des Geistes in dieser Konzentration. Das ist eine unglaubliche Konzentration, die aber das jetzt nicht mit. Aber auf einen Chat. Kerstin, der Witz ist, der Moment wechselt ja sowieso, das passiert ja in dir. Und es ist immer wieder das große Geheimnis, dass in dem Moment, wo du ein kleiner Geist bist, das ist wenig Energie, Geist ist Energie, wirst du, wir haben nur Informationen, das sind immer dieselben Sätze, über den Blindfeld wiederhören, aber wenn wir mal versuchen, das aber genauer darauf einzugehen, dass man, egal ob du jetzt was sinnlich wahrnimmst, schon ein Riesenschritt ist, wenn du akzeptierst, wie ich die Realität definiere. Realität ist schlichtweg genauso eine Information wie ein feinstofflicher Gedanke, nur eben sinnlich wahrgenommen. Wenn du das im Hinterkopf hältst, wenn jetzt irgendwelche in dir auftauchen, auch in Filmchen ausgedachte Menschen, und die reden alle von Realität, dann reden die, wenn die von Realität reden, von einer Welt, die da außen ist, die auch dann da ist, wenn sie nicht dran denken, was ein totaler Bullshit ist. Ja.
Das Einzige, was hundertprozentig sicher ist, ist, dass wenn du an was nicht denkst, dann ist es nicht. Und das ganze naturwissenschaftliche Geschwätz von Quarks und von Atomen und Elektronen, das sind Vorstellungen, die nur einer aufbauen kann, dem er das eingehämmert hat, der es auf seinem Programm hat. Das ist keine Realität. Das sind Fantasieprodukte, wie Märchenfiguren. Das ist das, was ist. Aber jetzt sage ich natürlich, dass alles, was auftaucht, einen tiefen Sinn hat. Also nicht, dass ich jetzt sage, das stimmt nicht. Es ist nur, dass das keine Realität ist. Realität ist eine sinnliche Wahrnehmung. Auch für die sinnlichen Wahrnehmungen gilt, sie sind nur dann, wenn du sie anschaust oder hörst. Aber jetzt ist es, um was zu realisieren, was du ein Leben lang als wirklich oder echt genannt hast. Um das zu realisieren, brauchst du sehr viel Energie. Materie ist ja laut Physikbücher hochkonzentrierte Energie. Und wenn du jetzt ein Kleingeist bist, ein kleiner Geistesfunken bist, gehst du zwangsläufig, wenn du mit realen Informationen konfrontiert wirst, in die Vergessenheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Heidemarie, ja. Bist du da? Ja, ja. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich kann jetzt zu dir sagen, du kannst dir jetzt den Schrank hinter dir denken. Der war die ganze Zeit nicht da. Bevor ich das Wort nicht ausgesprochen habe, war der nicht da. Stimmt oder stimmt? Ja. Und jetzt denkst du an den Schrank hinter dir, zwangsläufig hinter der Heidemarie, die du zu sein glaubst. Wenn du den jetzt sinnlich wahrnehmen willst, wenn er real werden soll, dann musst du deinen Kopf um 180 Grad drehen. Als Heidemarie, der muss sich in deinem Gesichtsfeld befinden. Stimmt oder stimmt? Der befindet sich jetzt auch, ohne dass er mich umdreht. Das ist je nachdem, wie du da sitzt, okay? Ja. Aber was jetzt, worauf ich hinaus will, ist, dass du dir jetzt eingestehen musst, dass sobald er real ist, wenn du jetzt nur an was denkst, ist dir vollkommen klar, dass es nur Gedanke in deinem Kopf ist. Ja. Sobald das Bild real wird, das heißt, wenn er in deinem Gesichtsfeld auftaucht, denk an die Cyberspace-Brille, ist er genauso in deinem Kopf. Bloß in dem Moment ist sofort dein Ego, dein Satan da, der dir, ohne dass dir das bewusst ist, ganz hundertprozentig einredet, das Ding ist jetzt da außen und du hast damit nichts zu tun. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist der Unterschied zwischen real, wenn du keinen Geist hast, und zwischen gedacht. Das alles, was deine Logik sagt, es ist real, hast du damit nichts zu tun, es ist unabhängig von dir. Das geht sogar so weit, wenn du an deinen Körper denkst. Da sagst du zwar, das ist mein Körper, aber dass du auf den keinen Einfluss nicht hast, genauso wenig wie auf einen fremden Menschen. Ob jetzt einer, den du dir denkst, Zahnschmerzen hat, dann hat der nur Zahnschmerzen, weil du dir denkst, dass er Zahnschmerzen hat. Sobald jetzt einer in dir real auftaucht, in dein Gesichtsfeld und behauptet, er hat Zahnschmerzen, das ist genauso eine Information, die aus dir kommt. Du bist ein träumender Geist, aber jetzt sagt deine Logik schon, damit habe ich nichts zu tun. Selbst wenn jetzt der Körper, der du zu sein glaubst, dir Zahnschmerzen illusioniert, die hast du dir ja nicht rausgesucht, sagst du. Die kommt trotzdem aus dir, diese Information. Und das muss uns erst einmal bewusst werden. Dann wirst du merken, dass Freiheit was ganz was anderes ist. Aber wir werden mit dem Blindfeld uns das genauer anschauen. Und wichtig ist, du kannst, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, was du jetzt in dir an Worten auftauchen hörst von dem Udo, hat mit dem Udo nichts zu tun, ist einfach, es kommt immer aus dir. Dass ich immer nur sage, du bist ein träumender Geist und du träumst jetzt zum Beispiel dieses Skype-Gespräch. Dann muss dir klar sein, wenn du träumst, jeder, der in Erscheinung tritt, der ist nur, weil er von dir geträumt wird. Und zwangsläufig muss jeder, der in dir in Erscheinung tritt, kann dir nur das erzählen, was du träumst, dass er dir erzählt. Meinst du, dass eine Figur in deinem Traum sich raussuchen kann, was die spricht in deinem Traum? Naja, das haben wir verstanden, aber das andere sitzt noch nicht. Ja, na, das geht erst einmal, dass du das theoretisch begreifst. Und wenn das dann begriffen ist, ist der Weg in das Verstehen ist ein kleiner Schritt. Ja. Aber zuerst muss man das Prinzip verstehen. Und man muss sich komplett lösen von dem ganzen Geschwätz der Figuren, wo ich immer sage, die Leute in deinem Traum sind deine Lehrer und die zeigen dir fast durch die Bank alle, wie man es nicht macht. Das muss man erkennen. Genau die weißen Leute, wo man vertraut hat. Ob das Ärzte sind oder sonst was. Es ist schon absolute Schizophrenie zu glauben, man könnte einen Körper am Leben erhalten. Genau. Energieverschwendung. Ich sag mal, der löst sich doch schon auf, wenn du nochmal dran denkst. Das größere Problem ist, dass es extrem hartnäckig immer wieder kommt. Immer wieder kommt, ne Heigo?
Ja. Da kannst du jetzt dann schon wieder, wenn du den Gedanken jetzt denkst, kannst du schon wieder beobachten und dich reinschauen, ob du den vielleicht sogar loshaben möchtest. Das ist schon wieder ein nicht einverstanden sein. Es geht weder darum, dass du was festhältst, noch dass du was loshaben wolltest, sondern dass du es ganz einfach fließen lässt, Kerstin. Was du gerade gesagt hast, geschehen lassen. Ja. Ja. Und du kannst Und dich selbst. nur beobachten, wie immer wieder was aus dem Nichts kommt, wieso muss jetzt das schon wieder sein und wie dein Ego plötzlich sich aufbäumt und interpretiert und sich aufregt oder auch freut. Und das ist die Und Verwandlung der Welt. Und Wenn du selbst wenn es die andere ja, und selbst wenn es auf der, wenn die Spiegelung entsteht aus diesen moralischen Anforderungen, die man bisher geglaubt hat, bedient zu müssen, es plötzlich kippt Immoral. und dann plötzlich beobachte ich mich, wie ich plötzlich ganz anders reagiere und gleichzeitig ist mir das scheißegal, was andere von mir denken Das und ist die das Freiheit, wo in dir wach wird. das denke ich, das ist ja Du musst genial. den Mund Das ist halten, du mir musst es ja kein auf dem Hals binden, das ist eh sinnlos. Glaube es mir, die Masse der ja. Menschen sind geistlose KIs. Aber die Moral, das Moser, das Ja. hebräische Wort Moser, ich sage immer Moserer, das heißt nicht nur Moral, das ist ja eigentlich das lateinische Wort Moral, heißt ja nur Tradition. Ja, Und da wird dir diese Dummheit bewusst, diese unendliche Geistlosigkeit. Erinnere dich in Fiegenstall, wo ich das zum Beispiel über Hospitalismus, wo ich zuerst erkläre, was ist Hospitalismus, dieser Lagerkoller, könnte ich jetzt sagen, wenn du Affen, die hier am Käfig rütteln, wenn man eingesperrt ist, und dann zeige ich die Bilder von den Juden an der Klagemauer und dann gehen wir in ein buddhistisches Kloster, wo die drin sitzen. Die sind alle eingesperrt in einen Glauben und äffen Traditionen nach. Ja. Und Aber ich da war kriege schon, das. ja. Ja? Aber durch Holofil, das war schon immer, dass ich mich dagegen gewehrt habe. Aber ich habe mich nie getraut, das meiner Umwelt so zu zeigen, dass ich das nicht will. Ich habe mich nie getraut. Ich habe mich immer angepasst. Und Das das macht verändert jeder, es sich ist gar noch nicht. ein Anpassen. Kerstin, pass Das auf, passt es mich ist nicht mehr Mode. an. Der Geschmack. Ich sage mal, du wirst einen goldenen Mittelweg finden, du wirst dich immer mehr zurückziehen. Aber das ist es erst egal, was es ist, ob das ESO-Spinner sind, die Traditionen, jeder, der irgendwas, ob das Diäten sind, jeder äfft nach. Ich mache mal ganz von vornherein jetzt, wir denken uns mal ganz normale Massen, junge Menschen aus, die alle ihren eigenen Style haben und alle so unendlich gescheit sind. Und sie äffen nach in einer Handygesellschaft und immer dran denken, alles, was ich dir erzähle, ich habe das erschaffen. Ich kritisiere das jetzt nicht in einer Nein. Form von einseitiger Bewertung. Ich erkläre dir bloß was, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Zeit zurückgehen, in die 60er Jahre, da musst du mal, Heidemarie, das ist jetzt mehr dein Thema, da sind die anderen noch zu jung. Kannst dich noch erinnern in die 60er Jahre, was ihr für auftopierte Frisuren gehabt habt, ihr Weibchen? Kannst dich noch an diese auftopierten Frisuren der Ja, 60er ja, erinnern? Da, wenn du heute auf die Straße gehst, da sagen sie, ist das ein Bauernjahr. Aber was ich jetzt hinaus will, ist, dass die alle so gescheit sind. Das Verrückte ist, wenn dir was logisch erscheint, ist das ja richtig. Ob diese Logik sinnvoll ist, wenn ich sage, das ist logisch, aber nicht geistreich, mache ich jetzt ganz einfach der Modegeschmack, was Jeans anbelangt. Du musst dir eigentlich vorstellen, wenn ich mir jetzt eine gewisse Bekleidung kaufe, dass man hier was Gutes sich sogar wesentlich mehr dafür bezahlt, dass die das für mich vorher schon kaputt machen, mit Sand bestreuen und Löcher reinreißen. Und ich zahle dann sogar noch mehr Geld dafür, weil das schön ist. Dein Schönheitsempfinden hast du dir überhaupt nicht rausgesucht. Hättest du das auf deinem Programm nicht drauf, sagst du, die sind ja alle irre, die kann in die Klapse. Das war übrigens das Gespräch, wo ich jetzt habe, war das Thema so um 2000. In Almener Gespräche ist gerade ganz kurz aktuell geworden, wo er zeitlang in Mode ganz normale Turnschuhe mit so 10 cm Blöcke, so Absätze unten dran. Ja, kann ich Wenn mir dich noch grob erinnerst, wo ich immer vorstellen. gesagt habe, diese Turnschuhe, wo so einen schönen schlanken Fuß machen. Und die ganzen Jugendlichen sind mit diesen Klopsen rumgelaufen. Aber was ich meine ist, wenn ich jetzt zurückblätter in meinem Buch, die Freiheit, die jetzt darin besteht, den Mut zu haben und damit einverstanden zu sein, mit etwas nicht einverstanden zu sein und konträr im Gegensatz zu der bisherigen Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, plötzlich ein anderes Verhalten habe. Nicht, weil ich bockig bin oder weil ich, sondern weil das eine Form von Befreiung ist.
Du suchst nach deiner ureigensten Meinung. Das sind ganz alte Sätze von dem Udo, die ich tausende Male wiederholt habe. Da ist einer davon ist zum Beispiel, ich will, dass du anfängst, nach deiner ureigensten Meinung zu suchen. Deine Meinung muss jetzt nicht auf der Oberfläche die Meinung vom Udo sein. Ich sage immer, wenn ich Gespräche mache und ich mache Udo-Geschichte, dann ist das zum Beispiel über Essen, über Dampfen, dann ist es eine ganz momentane, subjektive Meinung von dem Udo, die überhaupt keinen Anspruch auf Allgemeinrichtigkeit hat, weil es eine einseitige Aussage ist. Was mir schmeckt als Udo oder was mir nicht schmeckt. Meine Marion sagt immer, ich bin ein Geistiger, ich bin ein Allesfresser, was das anbelangt. Aber es gibt halt Phasen, wo ich Sachen mehr mache und weniger mache, was ein zeitlicher Wechsel ist. Und das hat keinen Anspruch, das ist einfach in dem Gespräch. Und ich sage, du musst nach deiner ureigenen Meinung suchen, was das Erschreckende ist und das wirst du bestätigen, dass du in der Selbstanalyse immer mehr erkennst, dass alles, was du hundertprozentig als deine Meinung, mein, angesehen hast, ist eine Anderung. Nimm mal Frisuren bei jungen Burschen. Das ist dieser große, wo ich sage, jetzt dieser Sidecut ist ja so vollkommen normal oder die Kotzneu, ist ja jetzt schon wieder aus der Mode, es geht ja jetzt schon wieder raus. Wenn du jetzt schaust, die sind schon wieder die Ersten, die lange Haare haben. Aber es ist, wenn ich jetzt hier im Buderbuch zurücktrete, so speziell in die 70er Jahre, da hatten alle riesenlange Haare. Selbst, das ist so weit gegangen, man kann als Maßmesser für den normalen Standard-Konsumgeschmack zum Beispiel die deutschen Nachrichtensprecher der ARD nehmen. Die sind ja sehr spießig. In den 70er Jahren ist es ja so gewesen, dass selbst die Nachrichtensprecher einen riesen Block oben hatten, teilweise mit diesen großen Gräge. Ich sage jetzt immer wieder, wenn du so Weltmeisterschaft Bauer 70, diese Breitner-Frisuren, wenn du so alte Bilder im Kopf hast. Selbst die Nachrichtensprecher hatten solche Frisuren. Das ist heutzutage unvorstellbar. Und wenn jetzt da ein einziger rumgelaufen wäre mit einer normalen Kurzhaarfrisur, mit so einem Sidecut, da hätte jeder gesagt, ist das ein Nazi, weil die Hitlerjugend da so geschnitten hat. Und die merken das nicht. Die merken das, es ist halt jetzt schön und alles, was heute, die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo morgen drüber gelacht wird. Wenn man es kann. Und jetzt ist natürlich, machen wir immer ein Zeitfenster auf und irgendwann wirst du feststellen, wenn es ist, kann es immer nur hier und jetzt in deinem Kopf sein. Ja. Das ist eine Sache, wo man nicht mit Roggennasenaffen diskutieren müssen. Nein, und wenn ich das Theater, das Bauerntheater, das ich dir zurzeit einspiele, vor allem die Moral, meine schöne Geschichte immer wieder, wenn eine spenden oder helfen wollen. Das ist ja schon in Selbstgesprächen mein berühmtes Franz von Assisi-Beispiel, das Musterbeispiel für Altruismus. Selbstlosigkeit, ich sage, das ist das genaue Gegenteil. Immer dran denken, das, was deine momentane Standardlogik, dein Schwamminhalt, dein blaues Ich dir suggeriert, was richtig und verkehrt ist, musst du den Mut haben, das genau um 180 Grad auf den Kopf zu stellen, zu drehen. Dass du die andere Seite siehst. Und bei vielen Sachen geht es relativ einfach, wenn es an die Substanz geht, tut es dann schon weh. Das ist so, verdammt weh. Wenn man seine eigene Erbärmlichkeit erkennt als Geist, die Erbärmlichkeit von dem erkennt, wo ein Leben lang man hundertprozentig sicher war, dass nur diese eine Seite richtig ist. Das erfordert die diese Demut macht dich frei. Und dann kannst du, was du sagst, jetzt hier plötzlich wirklich das Leichtere hinnehmen. Vor allem das Ganze helfen. Die Fragen stellen sich nicht, wenn du begreifst, dass wir dieses Longitudinale, also dieses Zeitfenster, wie ich das nenne, wenn du das zu einer Transversalen machst. Das ist übrigens Anoki. Anoki heißt ja das Anak heißt ja lotrecht, also aufrecht stehend. Ein Senkblei, das sind die klassischen, ich sage mal, das ist nicht Transversale, das ist Anak. Anoki heißt meine Transversale. Das heißt, ich habe keine nach links gedachte Vergangenheit und keine nach rechts gedachte Zukunft mehr, sondern eine Schichtung wie in einem Hochhaus. Und dann wird dir plötzlich bewusst, dass wenn du auf dem Penthouse hochgewachsen bist, dass das Kellergeschoss genau unter dir ist und nicht vorher war. Das ist es. Dass wenn ich zurückblätter, wie mir immer sagen, auf die Seite 20, auf die Seite 15, dass die nicht vor mir war, sondern dass ich da drauf sitze, dass ich da hochwächst, dass die Seiten eigentlich Stockwerke sind, wo ich mich, wenn ich mich durcharbeite durch die Zeit, arbeite ich mich praktisch von unten nach oben. Oder wo die Bilder gleichzeitig sind. Die sind immer, doch gleichzeitig da. Immer. Es ist ja diese schöne Datei, wenn wir einen Film anschauen, Heiko, hast du zuerst einmal deine Datei. Denk an das Selbstgespräch mit dem Gerhard und mit dem Amaretto, mit Jan. Das habt ihr euch bestimmt angehört, oder?
Und jetzt, wenn du diese Internetseite aufrufst, ist ja da in dem ZIP-Speicher, ist jetzt erst einmal diese schöne, langgezogene, diese 3 Stunden, mit, wie wenn der Heiko schneidet, wo du diese Frequenzen so siehst. Mhm. Und dieses ist jetzt ein Zeitfenster, das sind 3 Stunden und da hast du die 3 Stunden, wenn du jetzt auf Start drückst und du hörst die ersten Worte, sind alle Worte, die noch kommen, im selben Moment schon da. Mhm. Wenn du die letzten Worte hörst von dem Gespräch, sind die ersten noch da. Auf einer tiefer liegenden Ebene sind alle Worte, die hier in den 3 Stunden gesprochen waren, gleichzeitig in einer Einheit. Ja. Das ist das Chat, das Kontinuum dieser Datei. Und jetzt kommt der große Witz, dass ich dir sage, dass diese Datei schon in dir drin war, da hast du vom Udo und von dem Zeug noch gar noch nichts gewusst. Ja. Weil alles aus dir kommt. Ja. Und da fällt genau. Raum und Zeit in eins zusammen, das ewige Hier und das ewige Jetzt. Und wie gesagt, wenn ich das erkläre, wenn du das erste Mal zuhörst, dann kannst du den Gedankengang mitgehen, dass ich immer wieder mein Alter, ihr werdet es noch zigfach hören, du musst es selber machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, lang dir mal mit dem Finger auf deinen Kopf, jetzt ist natürlich dieser Kopf schon was Ausgedachtes. Mhm. Ich meine immer den allerersten Kopf, den roten in Beroschet, inmitten dieses Kopfes alles erschanden. Jetzt ist es ja schon, dass du dir jetzt hier Köpfe ausdenkst. Du denkst dir an Heidemarie-Kopf aus nach Nürnberg, du denkst dir an Udo-Kopf nach Weißenburg, an Heiko-Kopf. Die Kerstin ist natürlich jetzt hier und jetzt für dich, wenn du die kaust, die Kerstin zu glauben. Wo ist die Martina? Ist die noch da? Ja. Hintergrund, schau, uns vier wird es gar nicht geben, wenn die Martina uns gar nicht ausdenkt. War jetzt hier die ganze Zeit da? Wo war jetzt die Martina, während du nicht an die Martina gedacht hast? War denn nicht eigentlich nur ein Geist, der lauscht? Ja. Und jetzt ist es, dass dieser rote Kopf, rot, der nicht denkbar ist, das ist der Zentral-Tetraederspiegel. Und die ersten Spiegelungen drumherum sind diese Köpfe. Das heißt, alles befindet sich in den roten Kopf. Und wenn du jetzt sagst, du bist die Heidemarie oder du bist die Kerstin Warmer, dann ist es, dass du dir jetzt aus deinem Kopf diese anderen Köpfe herausdenkst. Und du sagst jetzt, es ist alles im Kerstin-Kopf. Die Heidemarie in Nürnberg, der Udo in Weißenburg und so weiter und so fort. Das ist jetzt wie wenn du auf den Kopf oben drauf langst und du machst jetzt um dich rum Städte oder andere Köpfe. Okay, und die Köpfe, die du dir jetzt ausdenkst, sind doch genau genommen alle in dir. Das ist mein Beispiel, wenn ich mit Redo und Diana sage, ich denke mir jetzt Zürich aus, dann deute ich nach rechts vor mir und ich denke mir Wien aus, dann deute ich nach links vor mir. Und ich sage jetzt dieses Zürich, das ich mir jetzt dahin denke und das Wien, das ich mir dahin denke. Die sind beide hier in meinem Kopf. Das ist das sogenannte Raumfenster. Und jetzt denke ich mir, dass der Redo von Zürich, das ich mir ausdenke, nach Wien fliegt und dann schaue ich von rechts nach links und der fliegt 2 Stunden. Aber der fliegt doch jetzt los. Das denke ich mir jetzt, dass er losfliegt und denke mir jetzt, dass er ankommt. Das heißt, das ist das Zeitfenster. Alles, was passiert, ist immer hier und es ist jetzt, egal wo ich es mir räumlich oder zeitlich hindenke. Müssen wir darüber diskutieren? Das ist die Wirklichkeit. Nee. Und jetzt, wenn dein Dämon sich wieder einmischt, der wird mit aller Gewalt versuchen, dich normal zu halten. Ja. Heidemarie, das ist dieses Phänomen, wo du hattest, die Helga hat mich heute früh angerufen, weil sie eben einfach ja die Boxen und so gefragt hat, ob ich das geklärt habe. Und dann sage ich, wie bei dir auch, wann hast du das erste Mal hier vor Holofeeling was gehört, dann ist man momentan begeistert und dann fällt dich voll wieder der Satan an. Stimmt oder stimmt, Heidemarie? Ja. Das ist dein Ego. Dann der Zweifel, der kommt hoch, so eine Scheiße, und was bittet der sich ein? Weil ich so lachen musste, also die Helga musste so lachen, weil ich gesagt habe, Helga, jetzt blätter mal zurück in deinem Leben und dann mach dir mal jetzt ganz bewusst, was du für eine arrogante Rechthaberin warst. Und dann musste sie so laut lachen, die sagt, Udo, das ist so unvorstellbar. Wenn ich mich jetzt zurückdenke, weil ich jetzt voll bewusst war, was die schon Streitgespräche, aufgeblasene Rechthaberei mit einem Thema, das sie verteidigt hat, ein Wissen, wo sie heute bloß noch schmunzeln kann drüber. Das ist die Verwandlung. Oh, da hätte ich nichts dagegen, wenn das so ist. Das ist die Verwandlung. Das muss man irgendwann einmal, diese Rechthaberei, und das mischt sich immer und immer wieder, auch hier Heidemarie und Helga. Man kann oder man kann nicht miteinander. Aber selbst da muss man durchaus, man kann durchaus, mein schönes Beispiel, wo ich sage, wenn meine Geschmackspapillen auf der Zunge mit meinen Damen so eine Geschmacksdiskussion hätten, die würden sich nie einig, glaube es mir. Naja.
Naja, weißt du, ich habe ja nichts gegen die Helga, bloß wenn man mit ihr über bestimmte Sachen nicht reden kann. Da hat's halt einfach nicht recht, ne? Wenn es geht nicht ums Recht haben, nein, nein, es geht nicht ums Recht haben, sondern wenn mich das aufhaut, dann würde ich das gern mal da mal drüber reden und es geht nicht. Die dreht sich rum, sagt Ihr wollt es ausdiskutieren, das ist die Sache. Und Diskussion, Heidemarie, musst immer wieder merken, wenn dich was aufregt, ist nie das Objekt schuld, das kritisiert wird, sondern immer das eigene Ich. naja, wie man Das darauf ist reagiert. die, pass auf, nochmal, Sätze zigfach gehört, das blaue Ich, dein Ego, der Satan, das, was du ein Leben lang zu sein glaubst, was das Wichtigste ist, was das Gescheiteste ist im Leben, weil ich weiß ja, was richtig ist, dieses Ich. Wird dir Geist, du Geist erlebst es ja, das Ich, das du zu sein glaubst, erlebt ja überhaupt nichts. Dein Gehirn erlebt nichts, deine Augen sehen nichts, das habe ich so oft gesagt. Was ausgedacht ist, hat keine Empfindungen. Es sind Figuren in einem Traum, es sind Märchenfiguren. Das ist auch in dem Gespräch mit Jan und mit Gerd und mit dem Amaretto, wo es über die Sache von Martin geht, wo der wieder einen vollen Rückfall, mein Vater hat Krebs und er steht. Und jetzt fängt das Ego an, dir zu erklären, dass Holofeeling herzlos ist, weil Holofeeling behauptet, dass der keine Schmerzen hat. Merkst du eigentlich, wie geistlos das ist, wenn was in dir drin ist, das mit aller Gewalt am Leben erhalten wollen, dass die von dir ausgedachten Menschen leiden können? Ja. Das war dann irgendwann einmal bewusst, was ist da verdammt nochmal in mir drin? Da beweist mir einer mehr oder weniger mit den Metaphern, dass der Gedanke überhaupt nicht leiden kann. Und mein Ego will das mit aller Gewalt nicht wahrhaben und nennt den dann herzlos. Der sagt, es kann keiner leiden. Der Einzige, der leidet, ist der Geist, der vergessen hat, was er ist. Selbst in Bezug auf deinen ausgedachten Körper, wie oft habe ich schon gesagt, wenn du Geist Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen, dein Kreuz hat keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Weil du sagst, es ist meins. Hat ein anderer, ein ausgedachter Mensch Zahnschmerzen, hast du die Schmerzen nicht, weil das ist ja nicht mein Körper. Es ist Logik, es ist ein reines Programm. Verstehe oder lasse es sein, das zeigt die Reife des Geistes. Und jetzt kommt der Satz, dieses blaue Ich, dein Ich, das kann dir Geist immer genau erklären, wer oder wann. Wer oder was dran schuld ist, wenn es dir Geist, psychisch wie physisch, irgendwie schlecht geht. Dein Ich wird immer sagen, wer dran schuld ist. Es ist immer wer anders schuld. Und wenn du es nicht weißt, wer es ist, dann wird dein Ich dich sofort zu einem Arzt schicken oder sonst was, der dir dann sagen muss, was dran schuld ist. Und der erzählt jetzt die nächsten Lügen. Und ich sage dir, der Einzige, der dran schuld ist, ist dieses Ich. Und wenn du das große Ich bist, Also doch was anderes, weil das wenn bin du ich. der Geist bist, wenn du der Geist bist, dann sagst du, ich nehme alle Schuld auf mich. Entschuldigung. Martina, und jetzt musst du die Stufung wissen, dass wir zuerst einmal den Trick machen, dass ich sage, du Geist bist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann, ohne dass du dich zu einem Gedanken von dir selber machst. Das ist, du bist ein Gott. Und darum heißt hier ganz klar das Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Ein Gotteskind ist ein Gott. Okay? Ja. Das heißt, egal an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal an was du jetzt denkst, in dem Moment taucht in dir eine Vorstellung auf. Ja. Du bist nicht diese Vorstellung, sondern der, der sich das jetzt ausdenkt und anschaut. Und sobald du jetzt an was anders denkst, ist diese Vorstellung ja schon wieder weg, weil du die nächste Gedankenwelle kriegst. Also kannst du das ja gar nicht sein. Deswegen meine ich ja eigentlich jetzt mal, wenn man es so sieht, können wir sagen, mein Scheitern ist dran schuld, aber das bin nicht ich. Aber ich nehme selbstverständlich die Schuld Jetzt auf. pass auf, jetzt habe ich den Trick, Martina, und jetzt sagen wir, jetzt wir Geist denken uns jetzt bewusst, dass ich sage, ich denke mich jetzt bewusst als einen träumenden Geist. Ja. Und damit erhebe ich mich und jetzt habe ich vor mir diese Reihe der träumende Geist mit seinen Informationen und seinem Intellekt, wo ich immer sage, die Einfallspinselsache. Ja. In dem Moment bin ich auf einer höheren Ebene. Das ist das, wo ich euch hochheben will. Und jetzt erkennst du mit der Einfallspinsel träumender Geistgeschichte, dass alles, was der sich denkt, erst einmal unschuldig ist, weil es ist so, wie es gedacht wird. ja Aber von der höheren Ebene ist dieser träumende Geist ja auch was Ausgedachtes. ja Von der höheren Ebene. ja Und jetzt erkennst du, weil der träumende Geist, der Pinsel kann sich ja nicht raussuchen, was er malt. ja Und jetzt hast du dieses, von der höheren Ebene hast du eine Pattsituation, einen Widerspruch. Der Ja, träumende klar. Geist ist dran, der Pinsel ist dran schuld, weil er schreibt es ja. Ja. Aber er ist dann doch nicht schuld, weil er sich ja nicht raussuchen kann, was er schreibt. Ja. Der träumende Geist, das heißt ich, das blaue Ich ist dran schuld,
Weil er träumt es ja, er schafft es ja durchs Träumen, aber er ist dann doch wieder nicht schuld, weil er sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Merkst du, jetzt kommst du in die Mitte, weil du dich ja erhoben hast. Genau. Jetzt kannst du fragen, wieso träumt er das? Wer ist dafür verantwortlich? Beim Menschen ist es der Maler und beim träumenden Geist ist es sein Programm, sein Intellekt, den er zu durchschauen hat. Aber der träumende Geist kann den Intellekt nicht durchschauen, weil er selber ja von sich nichts weiß. Er verwechselt sich ja mit einer Figur auf der Leinwand, die er sich ausdenkt. Aber wenn du jetzt eins höher bist, dann wirst du plötzlich erkennen, dass du wieder auf eine Reihe von Trinität schaust und jetzt die Ursache für das, was ich träume, wohlgemerkt, ich setze mich jetzt bewusst als träumender Geist, ist der Maler und das ist der Intellekt, das ist mein Wissen, das ich so verteidige, mit dem ich alles verbessern will, die Welt verbessern wollen. Dieser riesengroße Schwachsinn, die wissen doch, alle ausgedachten Menschen wissen doch gar nicht, was Welt ist. Sie haben eine Vorstellung von Welt, nämlich die, die man ihnen erzählt hat. Ja. Stimmt oder stimmt? Und die gilt als hundertprozentig bewiesen. Und gerade in Naturwissenschaft, es ist mir ein leichtes, dir zu zeigen, dass 99,9999% dieser angeblich hundertprozentig bewiesenen Aussagen der Naturwissenschaft kleine Hunches ist. Es ist ein viel schlimmerer dogmatischer Glaube wie irgendein Glaube von irgendeiner Religion. Ja. Leute, ich muss dann Schluss, wartet mal einen kleinen Moment. Ja. Wer hat das Gespräch aufgezeichnet? Das würde ich gerne haben. Ich. Prima. Guck mal, ob das bei mir... Bei dir wahrscheinlich nicht drauf. Ja? Was? Ich habe noch eine Frage, Udo. Muss eine. Warte mal, noch zu Ende reden, bitte, das Thema. Okay, dann rede zu Ende. Im Endeffekt endet es doch dann bei uns, also ich UP, weil letzten Endes ist doch das die Spitze und da kommt alles her. Richtig. Und du sagst zu mir, ich bin du, also sind wir schuld. Genau so ist es. Ja. Das ist jetzt, ich bin der, wenn ich sage, ich bin du, heißt es definitiv, ich bin der, der sich jetzt das alles ausdenkt. Jetzt immer dran denken, sobald wir was uns ausdenken, ist das schon wieder was Ausgedachtes. Ja, ist schon klar. Aber das Rot, darum habe ich ja den Trick mit Rot und Blau. Ja. Dass ich dir eigentlich erkläre, dass alles, was der Udo dir jetzt erzählt, was du jetzt zu hören bekommst, das kommt aus dir. Ja. Es sind selbst, darum nenne ich das Selbstgespräche. Ich erzähle das jetzt nicht einer von dir ausgedachten Martina oder einer Heidemarie, sondern ich erzähle das dem Geist, der sich das ausdenkt. Aber bin das nicht ich? Genau. Jetzt haben wir das schöne Spiel, mal dieser kleine Einspieler. Ich, du, nein, ich, du. Das ist doch irgend so von dem einen Video, das kurze Video, wo wir schon mal reingestellt haben. Ja. Was hindert mich dran, das endlich zu kapieren? Dein Ego, Heidemaries Ego. Das ist genau das Ego, ist nur das Ego. Scheiß Ego. Das Ego, das Leben prügelt dir das raus, immer wieder jeder Zweifel, alles steuert das Ego. Meine Güte. Was hat dich dran gehindert? Ich mach mal wieder mit Blättern zurück, wo du mal eine Zeit lang begeistert war von Holofening und bist dann wieder so weggefallen und dann irgendwann, wenn du Geist bist, so ich lass kein Schäfchen zurück. Aber da war ja jahrelang von dir aus gesehen, jetzt in Bezug auf Holofening, absolute Informationssperre. Weil du es zum Teufel gehaut hast, weil du gemerkt hast, dass das scheiße ist, dass das satanische Schriften oder was auch immer sind. Nee, das habe ich nicht. Er hat dir das eingeredet. Ich mache, das sind etliche, wo dann Helga auch, das sind so viele, die begeistert waren, da fallen sie weg. Ich habe jetzt Leute, die mich anholen, die haben jetzt Schicksalsschläge, die waren in Almena. Und seit Almena, 2004 war, glaube ich, der letzte Almena-Vortrag. Seit Almena, jetzt haben wir 2016, haben die mit Holofeeling nichts mehr zu tun gehabt. Und jetzt kriegen die riesen Schicksalsschläge und plötzlich rufen die bei mir wieder an, der kennt ja doch der Menschensohn sein. Erkennt ihr, wie erbärmlich das ist? Wenn alle Stricke reißen, versucht man mit aller Gewalt, ich habe so oft gesagt, den Leuten geht Gott, was auch immer Gott ist, ihr wisst, die normale Gottesvorstellung ist eher ein Witz, geht denn ihr am Arsch vorbei. Und wenn es ihnen richtig dreckig geht, fangen sie zum Beten an. Es kann ja nicht schaden. Und soll es ihnen dann wieder besser gehen, geht ihnen wieder am Arsch vorbei. Diese ganze Verlogenheit, das ist, wie viele Fehler muss ich euch eigentlich noch reinmachen in euren Führerscheinprüfungsbogen, wo ich ein paar Mal schon gesagt habe, das wird im Blindfeld hätten, wo du wirklich, wenn du mal ganz bewusst zuschaust, unser Bundestag zum Beispiel, das ist ja, ich brenne ein Feuerwerk jetzt aus durch Medien und Zeitung, solltest du jetzt den Fokus haben. Es ist ja, wir haben ja hier jetzt verschiedene Leben und das sind ja ganz unterschiedliche Fokuspunkte. Die Probleme der Martina
hat der Heiko überhaupt nichts am Hut damit, weil der ganz um ganz andere Sachen sich grübelt, weil im Heiko-Leben hast du was anderes zu lernen wie im Martina-Leben. Es ist derselbe Geist, Leute, es sind zwei verschiedene Bücher im selben Bücherregal. Das rote Ich ist ein Bücherregal. Und da sind auch alle Bücher gleichzeitig da. Das heißt, die kommen nicht nacheinander, wie der Hinduismus dir das mit der Reinkarnation erklärt. Oh, wie oft muss ich noch wiedergeboren werden? Dass er mal sich auf der Zunge zergehen lässt, ein Glaube, der wegmachen, der in das absolute Nichts will, in die Stille will. Wollen wir uns zu Tode langweilen? Was ist, wenn ich weiß, dass da unterschiedliche Ebenen gehen und ich der Leser bin und mit jedem Leben, das ich lebe, darf ich was Neues erleben, wie ein Schauspieler, der ganz bewusst unterschiedliche Rollen spielt. Weil er zeigen will, was er kann. Und dann, wenn man wen ausgelaucht ist, dann sucht man sich wieder Heiko-Leben raus und sagt, machen wir mal ein Bäuschen-Leben, wo es nicht ganz so krass Ding geht. Du kannst dich doch nicht beklagen, Heiko, oder ist das daneben zu unaufregend? Alles gut. Weil du dir ein Bäuschenleben rausgesucht hast und dann wirst du wieder mal ins Raus, wo richtig die Post abgeht. Was natürlich ganz, ganz schlimm ist, wenn du in der Vergessenheit bist. Ja, aber das kann man sich doch auch nicht selber raussuchen. Das ist, pass auf, das ist jetzt das Verrückte. Jetzt habe ich ein paar Mal erwähnt, in der Märchengeschichte und alles, was in dir auftaucht, hat einen Sinn. Heißt es doch, dass wenn eine Seele, ein Engel, dass er sich vorher raussucht, bevor er inkarniert, was er im nächsten Leben alles erleben oder lernen will. Das ist wie der Tom Hanks, der sagt jetzt dieses Mal, er hat so viele Rollenangebote und sagt, diesmal spiele ich den AIDS-Kranken. Das will ich immer erwähnen, ihr werdet es nochmal hören. Für die Rolle hat er seinen ersten Oscar gekriegt. Jetzt pass auf, den nächsten Film, wo er gedreht hat, dieses Costaway, glaube ich, heißt es, wo er dann verschollen auf der Insel ist, wo wenn den Film vielleicht gesehen haben soll, das muss man nicht gesehen haben, wo er dann auf der Insel allein ist und einen eitrigen Zahnschmerzen hat, dann muss er sich mit einem Stein den Zahn raushauen. Oh. Hat den zweiten Oscar gekriegt. Ja, wenn man weiß, dass du... Nee, Entschuldigung, der zweite Oscar war... Nein, Entschuldigung, ich bin ein Lügner, jetzt chronologisch gesehen, das war Forrest Gump, da hat er einen Deppen gespielt. Für den Deppen hat er den zweiten Oscar gekriegt. Was ich damit sagen will, ist, jetzt machen wir wieder diese Märchengeschichte. Ich betone doch, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Diese Märchengeschichte, dass ein Engel oder eine Seele, die wieder inkarniert, dass die sich vorher raussucht, was sie erleben will. Das ist halt die Sache. Das ist wie ein Schauspieler, der sich raussucht, was für eine Rolle spiele ich jetzt. Bloß, dass der Schauspieler, wenn er die Rolle spielt, niemals vergisst, wer er ist. Das heißt, umso mehr der Tom Hanks spielt, wie er leidet, sieht er total real aus von außen gesehen. Der leidet aber überhaupt nicht. Ich sage innerlich, freut er sich, wenn einem das gelingt. Was meinst du, wie ein Schauspieler sich freut, wenn er eine traurige Szene spielen muss und ihm gelingt es, dass ihm die Tränen bloß so runterlaufen und er sagt, Gott sei Dank habe ich das jetzt geschafft. Ja, aber kann dann wird es geil. Ne? Dann wird es wirklich geil. Aber traue er nicht. Und jetzt kommt es, dass der Engel, der jetzt einen Schauspieler spielt, warum vergisst er das dann? Ganz einfach, dass es für ihn real wird. Ja. Der Schauspieler erlebt das, die Rolle, die er spielt, was er spielt, erlebt er nicht real. Wenn wir es realisieren wollen, müssen wir zuerst einmal in die Vergessenheit gehen. Sonst kann es nicht realisiert werden. Dann ist es zwar, aber es ist bloß Schein. Ein Schauspiel. Und du musst doch zugeben, Heidemarie, dein jetzt ausgedachtes Leben ist dir doch relativ real erschienen, oder? Naja. Weil du es vergessen hast. Das im Nachhinein wird es alles ganz anders, weil jetzt habe ich das Problem, wo ich in den letzten schönen Gesprächen mit dem Redo gehabt habe, mit diesen zwei Mädels, wo ich immer wieder darauf hinweisen, du, dass du in deiner Erlebnisempfindsamkeit, dass am Schluss, wenn du anfängst, das zu durchschauen, verstehst du, dass du wirklich dann Aha-Effekte kriegst und über das Vorhergehende schmunzeln kannst. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Da werde ich euch etliche Tipps noch dazu geben, wie man das sehen kann. Aber das Erste, was du musst dich innerlich komplett gelöst haben von deinem bisherigen Materialismus-Glauben, dass überhaupt unabhängig von dir da außen irgendwas existiert, wenn du nicht dran denkst. Zweites Gebot. Ich sage, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Das beginnt, mach dir kein Bild von dir selber und mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, der Geist könnte sich doch aussuchen, mit was er im nächsten Buch oder nächsten Leben dann erleben will. Aber dann geht doch die Gaudi wieder von vorne los, dann weiß man doch wieder nicht, was auf einen alles zukommt. Und Schau, und das sind jetzt die Metaphern. Heidemarie, da gebe ich dir jetzt gleich eine Antwort. Meine Beispiele sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich mache das, ich erkläre das jetzt mit meinem Schwammbeispiel, wo ich immer wieder das Schwammbeispiel erkläre ich dir nicht, das habt ihr tausendmal gehört. Und ich sage immer noch dazu, vorneweg, das ist jetzt ein raumzeitliches Beispiel, wo wir davon ausgehen, dass ein Menschenkind geboren wird und wie ein kleiner Schwamm sich im Laufe der Zeit vollsaugt. In Wirklichkeit bist du doch der Computer und das Buch, das du kriegst, das entsteht ja nicht im Laufe der Zeit. Dein Wissen, dein Leben entsteht ja nicht, während du das lebst, sondern das ist schon da, bevor du anfängst, das zu lesen. Merkst du? Das kannst du jetzt nachvollziehen. Dass ich sage, du kriegst das Buch, die Datei und dann fängst du an, dich langsam durchzuarbeiten. Das ist immer wieder auch raumzeitlich, sage ich, wir fangen mit dem Keller an und dann machen wir erstes Stockwerk, zweites Stockwerk, drittes Stockwerk, dann meinst du, da entsteht was und wächst was. So ist deine raumzeitliche Logik. Aber du wirst irgendwann einmal feststellen, dass alles, was kommt, ja jetzt schon da ist. Das heißt, du arbeitest dich durch etwas durch, das schon da ist. Und die Qualität, das Leben raussuchen, die Frage stellt sich nicht mehr, weil während du ein Buch liest, sind ja die Seiten, die kommen und die Zahlen, die kommen ja schon da. Und du durchrasterst praktisch dieses Buch, dieses Leben. Dasselbe, wenn du jetzt weißt, dass du der Leser bist, bist du eine Stufe drüber und dann ist dir das klar, dass alles, was jetzt noch kommt, bis das Leben Heidemarie zu Ende ist, schon feststeht. Ich weiß es noch nicht, weil ich muss es ja zu Ende leben. Aber du kannst dann noch einen alten Arsch dafür verwetten, dass am Ende eine Tür aufgeht in einen höheren Bereich. Okay? Das musst du wissen. Ich liebe Filme mit Happy End. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Wenn du das jetzt, obwohl du noch das Ende noch nicht hast, weißt du, das steht schon fest. Sieh es wie, wenn du ein Kind bist. Ich mache mal ein Inge-Beispiel von mir mit einem Adventskalender. Und jetzt hast du noch die letzten 24 Tage. Und du wirst feststellen, als Kind bist du jeden Morgen, wenn du wach wirst, bist du neugierig, was hinter dem Adventskalender-Türchen ist. Und du musst dir eingestehen, dass eigentlich dir fast nicht schnell genug geht, weil du endlich wissen willst, was hinter den letzten Türchen ist. Und ich sage, lass dich überraschen. Okay? Und jetzt komm ich zu deiner Frage. Ich habe die nicht vergessen. Wir haben jetzt das reduziert auf ein Buch. Das Buch ist jetzt das Ganze, das du vor dir hast. Und die Facetten, die du noch durchrastern musst, sind die Seiten. Jetzt musst du bist ja der Leser, du bist eine Stufe höher. Jetzt machen wir uns nochmal eine Stufe höher und jetzt hast du kein Buch vor dir, sondern ein Bücherregal. Und alle Bücher, die kommen, sind jetzt auch schon feststehend fertig. Das heißt, die Leben sind auch schon fertig. Und wenn du die gelesen hast, wie oft habe ich schon gesagt, ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu glauben, was du zurzeit zu glauben, der zu sein, der du zurzeit bist. Das ist für einen kleinen Moment. Und jetzt kommt das Schöne, dass wenn ich in jemanden auftauche, das ist das letzte Leben, das du durchlebst, wo du vergisst, wer du bist. Die nächsten Bücher liest du bewusst. Das ist die Verwandlung von der unbewussten Reinkarnation, wenn du die Reife hast, hin zum Wiederauferstehen. Weil du jetzt begriffen hast, was Realität ausmacht, was du vorher nicht wusstest. Und dann gehst du auch mit Realität anders um. Ich weiß, es ist jetzt so sinnlos, wie wenn ein Achtjähriger versucht, einem 14 Tage alten Baby zu erklären, du hättest die Freiheit, nicht in die Hosen zu scheißen. Es ist ein sinnloser Akt, weil du kannst nicht von unten nach oben sehen. Also ist das in, das sind zwar Metaphern, die greifbar sind, aber erst immer, wenn du einen Doppelschritt weiter bist. Und ein Achtjähriger kann ja unheimlich gescheit sein. Ich sage immer wieder, ich liebe Kinder, die mir Löcher im Bauch fragen, wenn das geistreiche Fragen sind. Was mich absolut ankotzt, klingt schon wieder negativ, ich habe nichts Negatives, aber ich muss ja irgendwie kommunizieren. Was mich absolut ankotzt, sind neunmal klug. Besserwisserische, neunmal kluge Kinder. Die finde ich zum Kotzen. Das sind die ganzen intellektuellen Rechthaber, die um Standpunkte streiten. Es ist schon, wenn einer einseitig um Rechthaberei, um einen Standpunkt streitet, strebt der, er will Unvollkommenheit intronisieren, weil man das zum Beispiel nicht verstanden hat. Schon sich an einer Diskussion zu beteiligen,
heißt es, dass du eintrittst für eine Seite von der Tasse. Das löst sich aber immer mehr auf. Das löst sich komplett auf. Du wirst da ziehe ich mich immer mehr zurück. Selbst ja, es ist da kommt eine Phase, wo du den Leuten versuchst, die Tasse zu erklären. Du wirst merken, es ist vollkommen sinnlos. Ja. Ich habe hier Kerstin. Ich mache jetzt einmal live nur ganz kurze Geschichte. Ich habe hier schon gehabt mit meinem Professor Rainer, der Name wo war. Der hat mich nach Meskirk eingeladen und dann hat er hier, weil er meinte, er wollte seinen besten Freunden, wollte was Gutes tun. Und Kerstin, es kommt, soweit ich weiß, die Elge, die Frau Michel, die kommt auch nach Bleinfeld. Das ist die Elge aus Du bist dich, Elge kennen Melgen. Ja. Und diese Elge, die war dann auch mit dem Meskirch und der Rainer, seinen Arzt, ein ganz autoritärer Anthroposoph, also ein Steinerianer. Und dann hat er hier, das waren, glaube ich, müsste ich anlegen, was noch mal ist zu lang her, bin doch so vergesslich, ob Alzheimer, waren 7 oder 8 Mann, das waren nur Doktoren und Professoren und Ärzte. Seine Musterschüler, also viele haben einen Doktor bei ihm gemacht, als Professor, also seine Musterschüler und denen wollte er was Gutes tun. Oh, und pass auf, es ist kein Witz. Du musst, wenn ihr dran denkt, sprecht die Elge drauf an. Das war ein Chaos, das war so unvorstellbar. Nach einer halben Stunde wollten die mir die Zähne ausschlagen. Die eine, das sagt eine junge Frau, Doktor, Schülerin, also eine ehemalige Schülerin, die sagt, wenn sie nicht so viel Anstand hat, würde sie mir jetzt die Faust ins Gesicht schlagen. Und weißt du, was der Auslöser war? Das ist ein Beispiel. Oh. Und das war die Sinn bei der Tasse. Die Tasse hört jeder an, das kann jeder, ist ja ganz leicht. Und dann sage ich, und jetzt stell dir vor, die Tasse steht symbolisch für Politik oder für Religion und dann geht schon los. Das kann man nicht vergleichen. Und das ist dann nur mit 2, 3 Wörtern. Glaub es mir, die sind so ausgerastet. Also, dass sie wirklich jegliche Art von Kontinence verloren haben. Und jetzt pass auf, die Geschichte kennt mein Michael und dann lädt die Freundin von Michael, die hat einen Bruder, der schreibt selber Bücher, der ist so unheimlich erleuchtet, der ist so unheimlich toll. Und die lädt mich zum Essen ein in Weißenburg in Schiffler, wo wir schon ein paar Mal waren. Und ihr Bruder, da war dasselbe Problem, da war jetzt mein Michael dabei und denn seine Freundin war so komplett geschockt, innerhalb von 10 Minuten, der ist ausgerastet, was für Schuld war, das ist das ein Beispiel. Da haben wir gar noch nichts gesagt, da ist noch gar noch nichts losgegangen. Und der Witz ist, ist auch eigentlich seid ihr schuld, weil ihr den großen Fehler gemacht habt, dass ihr gesagt habt, hier, wir haben einen und das ist der und der und der ist so gescheit und der Menschensohn. Und der hat ja alles begriffen, das war nur Ego. Es ist nur alles, was Besserwisserei ist, ist ein blindes Rezitieren von irgendwelchen Büchern, die sich in dir festgesetzt haben. Und jetzt war das Problem, hätten die nichts gesagt, dass die einfach, wir haben einen Bekannten, hätte er zugehört. Und die Schwierigkeit war aber, dass die vorher geschwärmt haben, dass ich Menschensohn bin oder wieder auferstanden und er ja Bücher weiß und er die totale Ahnung hat und das hat in ihn gekehrt. Und ich, pass auf, ich mache jetzt nur das ein Beispiel, ich fange an, ich sage, wie weit dass ich gekommen bin. Das war aber in einem lockeren Gespräch, also wir haben das uns unterhalten, Speisekarte, normal, wenn die jetzt nicht gewusst hätten, wer ich bin oder was ich behaupte zu sein. Und dann kommen wir in ein Gespräch und dann so, ja, also ich sehe das ist so, wenn wir jetzt da das nehmen und man setzt da das hin, das kannte er ja nicht. Und wir sitzen hier um die Tasse herum, ich habe einen Bierkrug hingestellt. Und dann so, und dann siehst du den Henkel rechts und der andere sagt, das ist der Henkel links. Und ich sage, und wenn du jetzt von da oben runter schaust, der wird von da oben, der wird sagen, ihr habt doch alle recht, was streitet ihr eigentlich? Jetzt pass auf, so weit bin ich gekommen und dann sagt er, das ist Gott. Und dann habe ich nur gesagt, pass auf, das ist noch lange nicht Gott. Und dann ist er aus. Ich und der, die kotzen Leute an, die alles besser wissen wollen. Ich weiß schon, du bist da oben und mir sind ja die Deppen unten drum. Das war überhaupt nicht das Thema. Da hast du dann gemerkt, dass er meint, dass ich sage, was ich jetzt, wenn er mich ausredet, dann habe ich gesagt, das ist noch lange nicht Gott. Das ist jetzt erst einmal jemand, den du dir ausdenkst. Weißt du, hätte ich jetzt gesagt als Antwort, wenn er gefragt hätte, wieso ist das nicht Gott? Ich sage, weil das ein Ausgedachter ist, der runterschaut und welche beobachtet, die um die Tasse sitzen und um die Perspektiven streiten. Und dann wäre ja Gott ein Gedanke von dir. Verstehst du, das hätte ich ihm geantwortet. Genau. Aber ich habe nur, er sagt, das ist Gott und nachher sage ich, komm so weit, dass ich sage, das ist noch lange nicht Gott. Und dann ist er ausgerastet, das ist wie wenn eine Sicherung durchbrennt, du kannst mit ihm nicht mehr kommunizieren. Und dann, die waren dann, das ist dann wirklich aufgebauscht. Ich habe dann nur geschaut
Und der Michael sagt, jetzt kann ich, du hast so oft die Geschichte vom Rainer in Meßkirch erzählt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Und jetzt wurde er live in seinem Traum mit so einer Situation konfrontiert. Ja. Ich möchte dir den Gestank entgegenripsen, denn ich meine Erfahrungen mit normalen Menschen nenne. Mhm. Darum hat der Udo mit normalen Menschen so gut wie überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich halte mich da komplett fern. Aber und genau das löst sich bei mir im Programm immer mehr auf, dass ich bin genauso am Anfang. Ich muss das erzählen den Menschen, wo ich meine, die mir nahestehen. Und dann du wirst es merken, an. Wenn einer, Kerstin, wenn Indianer auftaucht. Du wirst es merken, wenn du die Reife hast, passiert es. Das ist eine Wartezeit, da kann man immer wieder so Leerphasen. Und du merkst, dass das Thema sich gibt und man kann ihn dann von Mensch zu Mensch reden. Und es ist hinter der Maske, dass einer nicht permanent ja aber und falsch sagt, sondern er sagt, hey, stimmt ja eigentlich, so habe ich das ja noch nie gesehen. Ja. Geist zeigt sich bei einem Menschen durch Neugier. Ja. Geistlosigkeit zeigt sich durch Besserwisserei und Rechthaberei. Mhm. Durch Beleidigtsein. Habt das alles gehört, muss ich nicht wiederholen nochmal. Ja. Das und dann halte ich, wechsel das Thema und rede, wie man so schön sagt, über Gott und Welt mit dir, nicht über Gott, aber wechsel sofort das Thema, weil du hast keine Chance. Und wenn du jetzt welche hast, die neugierig waren, dann wirst du dich bemühen, das, was du weißt, dein Wissen mit dem Gegenüber zu teilen. Das wird dann das so ein Selbstgespräch. Und dann wirst du auch merken, dass ich dich so, was jetzt Diana schon gesagt hat oder Redo, dass die alle, selbst meine Inge sagt jetzt, die hat eine Zeit lang, sind da Zeugen Jehovas gekommen, dann haben sie sich verzogen. Selbst die tauchen bei der Inge wieder auf und die sagen, oder ich weiß zwar nicht, was ich denn erzählt habe oder wie sie hier so ihre Herzattacke hatte, die war vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr sehr, sehr krank. Und dann musste sie zum Arzt und da hätte sie einen Bypass oder sie sagt, sie lässt nichts machen. Und da war dann die Gerlinde, die ist auch vom ersten Tag und macht die Holofeeling, die sind alle über 70, alles alte Weiber, gehen auf die 80 zu fast. Und dann sagt, die hat die mit dem Arzt gesprochen, die Inge, die Gerlinde sitzt daneben und die sagt, du Inge, das war der absolute Wahnsinn, das warst nicht du. In einer Ruhe und einer Präzision, dann benutze ich dich. Und wenn du jetzt der Beobachter bist, was ich von dir forderte, dass du einfach beobachtest, was der Mensch alles erlebt, dessen Rolle du spielst, dass du dich über dich selbst erhebst, Tierchen gucken. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Wir wollen nichts verändern. Ich will meine Martina nicht verändern. Verstehst du? Oder meine Heidemarie? Du klagst dich doch laufend an, wenn du glaubst, du bist die Heidemarie. Ich mache das doch nicht. Ich sage, beobachte. Mach dir das bewusst, wie das Ding ist, dass du zu sein geglaubt hast dein Leben lang. Und dann wirst du feststellen, dass dann Fragen fallen und dann wird die Kerstin, wird dann die Frage versuchen, mit ihrem momentanen Wissen, ihrer Vorstellung, was ihr weiß, zu beantworten im Sinne von Holofeeling und dann werden dir Beispiele einfallen. Und während du dann dir deinen Gegenüber das versuchst, die Frage bestmöglichst zu beantworten, wirst du als Beobachter merken, dass du Beispiele benutzt, die in dem Moment, wo du das der erzählst, die Kerstin, würde dir jetzt ein Bewusstsein haben, dass du ja bist, dass du das auch zum ersten Mal hörst, nicht nur dein Gegenüber. Jetzt kriegst du langsam Kontakt zu mir. Jetzt kriegst du langsam Kontakt zu mir. Aber es stimmt. Das stimmt ist wirklich. Meinst du, ich bin ein Lügner? Nein, aber das ist gerade, ich hab's, es ist irre, es bringt Spaß. Und dann kann man wieder ungeduldig werden. Das ist, wenn ich jetzt meine, wegen mir ziehen wir mal jetzt als Gedanken meine Andrea raus. Dass dies ja intellektuell jetzt eine Granate seit 15 Jahren, die studiert fast von morgens bis abends seit 15 Jahren, die hat tausende von Seiten geschrieben. Jetzt ist sie wieder dabei, die sagt, Udo, alle Selbstgespräche nochmal hören und nochmal hören und nochmal hören, das sind Sachen, die hatte ich schon tausende Male gehört. Und ich sage, das sind immer in jedem Gespräch, verende ich minimal, das sind Sachen auffallen, das sind die meisten Leute gar nicht aufgefallen, die alten Almena-Vorträge, dass ich hier chronologisch, was ich jetzt versucht sie zu schneiden, Heiko, ich habe gesagt, ich soll sich an Heiko wenden, wenn sie nicht recht kommt, weil sie merkt, dass ich wirklich Geschichten anfange, dann einen Haken schlage und manchmal zwei Vorträge später genau an der Stelle weitermache, wo ich vorher aufgehört habe. Weil das ist ja eh alles gleichzeitig. Wir müssen das Puzzle zusammensetzen. Und da, wenn jetzt einer sagt, oh, da komme ich nicht mit, ja, pass auf, wenn du das in deinem momentanen Leben hast, du andere Sachen zu lernen. Wenn dich jetzt zum Beispiel die hebräischen Zeichen nicht interessieren, ich betone doch immer wieder, die musst du gar nicht wissen. Dann hast du in dem Leben was anderes zu lernen.
Und besser oder schlechter, was ist jetzt besser oder wichtiger, das Sehen oder das Hören? Das sind so dumme Fragen, die stellen sich dann überhaupt nicht mehr. Und da du eine langsame Auffassungsgabe habt, wie war das nochmal? Kinder, seid ihr flüssig, es gab ich euch zu trinken, weil ihr noch keine feste Nahrung verträgt. Wenn du feste Nahrung verträgst, dann kriegst du wie die drinne, die auf dem Hochhaus innerhalb von Sekunden das Hubschrauberprogramm eingespielt. Eine meiner leichtesten Übungen, aber erst wenn du feste Nahrung verträgst. Auf euch warten noch viele, viele Wunder. Wir sind ja jetzt schon da, bloß ich mache das so geschickt, dass das im herkömmlichen Sinn keinen auffällt. Naja, ich dachte, da sind schon einige. Huch. Das sind diese ganzen Zufälle. Wenn du wirklich einmal, wenn du, mach jetzt nur mal, wie das losgegangen ist mit den Holofeeling-Ordner, da muss ja den, ist ja gar nicht vorgesehen gewesen, jetzt als ein Skype-Gespräch, obwohl es dann doch wieder vorgesehen war, wo hier die Kerstin, wo ich dann die Kerstin dir reinhaue mit den Texten. Das ist natürlich alles Zufall, Kerstin. Das hat dich ziemlich erschüttert. Ich war beim. Das ist seit Ewigkeiten schon da. Das war schon da, wie du das erste Mal vom Udo was gehört hast. Ich weiß, wie dein Leben weitergeht. Das es bringt aber sein, Spaß. Wenn du das Leben, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Ja. Es bringt Spaß, trotzdem ist da eine Dankbarkeit. Es ist so. Ich sag's immer wieder. Es ist eine Dankbarkeit über dieses Geschenk. Ja, und nachher liest du deine Apokalypse, wo ich so oft darauf hinweise, wo der Johannes sich niederkniet, der die göttliche Botschaft kriegt und das Lamm anbeten will und das Lamm sagt, wir sind doch beides bloß Brüssel. Lass uns die große Einheit den UB anbeten, der das alles ermöglicht. Ja. Stimmt. Weißt du, das nützt, da kann ich tausendmal predigen, den Geist, den du jetzt hörst, ist dein eigener höherer Geist. Das bist du in einer weiterentwickelten Form. Ich bin du, aber in einer höheren, weiterentwickelten Form. Und da du nicht von unten nach oben sehen kannst, das habe ich so oft gesagt, dieses Spiel, tauche ich in deinem Traum als Brösel Udo auf, um dir nicht dem Menschen, der du zu sein, ist auch nur ein Brösel in deinem Traum. Das ist ja auch eine Polarität. Der gescheite Udo, der wissende Udo und das unwissende Ich. Das ist eine Gedankenwelt, die du dir ausdenkst. Du bist der, der jetzt diese zwei hinstellt. Und du sagst, der Udo bin ich nicht, obwohl ich laufend behaupte, ich bin du, aber der Unwissende bin ich. Wer denkt sich die beiden aus jetzt? Wer denkt es sich aus? Jetzt musst du sagen, du merkst, du brauchst diese verschiedenen Ichs. Du musst wissen, was diese verschiedenen Ichs sind. Ja. Wie oft weise ich darauf hin, ich bin doch in dir nicht auftaucht, um dir zu erklären, wie unheimlich toll der Udo ist. Ich sage immer wieder, wie toll muss der Geist sein, der sich so einen genialen Udo ausdenken kann. Wer denkt mich jetzt aus? Schau mal in dich rein und frag dich einmal selber, dann sagst du ich. Ja. Das ist die Botschaft. Und es macht es leichter. Doch. Das Leben wird extrem leicht und du wirst merken, auch hier ist ein Prozess zwischen dem ersten Verstehen. Wenn zum Beispiel begreifst, ich war jeden Morgen wach, das, was mich am Leben, ich könnte jetzt wieder Udo-Geschichte, eine Märchengeschichte rausziehen, wo ich so oft sage, wo ich jetzt so hier, und jetzt die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ich kann jetzt sagen, die ist wirklich gewesen, wenn du das Udo-Buch liest und glaubst, der Udo zu sein. Ansonsten ist es genauso, wenn du das Jesus-Buch liest und du glaubst, du bist der Jesus, ist die Jesus-Geschichte genauso real. Wobei letztendlich alles nur Märchengeschichten sind, wo man was zu lernen hat. Und ich sage jetzt, wo ich dann hier diese Erkenntnis habe, das Wachwerden, was natürlich jetzt dann zuerst einmal, ich muss Unkompromisse eingehen auf dieser Ebene, weil Widerspruch in sich selber ist, wo ich sage, ich wusste das nicht, stimmt nicht, ich habe nie was vergessen. Aber wenn ich in dem Buch vertieft bin, vergesse ich ja den Leser für Zeit, der irgendwann einmal immer permanent wach ist. Das ist so wie der Schauspieler, der sich in eine Rolle reinsteigert. Der kann sich reinsteigern, der wird nicht vergessen, dass er die Rolle nicht ist. Das ist das Wachwerden. Auf jeden Fall, was ich dir da erzählen will, ist, dass ich dann sage, das Einzige, was ich weiß, das, was mich am Leben hält, ist nicht Geld, sondern das, was mich jeden Morgen als Udo Wachmann lässt. Und das probiere ich jetzt aus. Das war 1996. Und mein erster Akt war, dass ich mich komplett alles hergeschenkt habe. Und da hatte ich einen super gehenden Betrieb mit Millionen Umsatz. Und das ist, dass man die nächste Erkenntnis ist in Büchern dieses mit Drogensüchtigen, wo es dann klassischer Satz, ich habe mich ja für alle Themen beschäftigt, wo es heißt, wenn du von einer Droge loskommen willst, da heißt es nicht, das nützt dir nichts, wenn du sagst, ich lasse jetzt noch ein bisschen was in der Schublade drin, wenn ich es nicht schaffe. Dann sollte man erst gar nicht anfangen.
Das heißt, das war der Punkt, wo ich dann wirklich mich auf Null gesetzt habe, alles, alle Versicherungen weg, alles gekündigt. Ich habe das Geld nicht gespendet, ich habe es hergeschenkt. Jetzt auch nicht irgendwie armen Bedürftigen, sondern man betriebt meine Leute. Ich habe meinen Erich mit Prokura, der hat 17 Jahre Prokura gehabt, also alle Vollmachten. Und ich habe meine ganzen Lebensversicherungen alles aufgelöst. Und glaub mir, da war viel Geld drin, wenn du so viel Umsatz, wenn du so viel verdienst. Und das habe ich auch denen gegeben. Habe ich gesagt, Leute, macht das Beste draus. Und ihr seid arbeitslos, das ist mir vollkommen wurscht. Also da habe ich mich abgenabelt und es ist ja jetzt 20 Jahre her. Ich habe in 20 Jahren mir keinen Kopf mehr zerbrochen. Ich sage zu meiner Frau, wie gesagt, wir müssen uns deswegen nicht trennen. Hier bin ich, hier stehe ich, kann nicht anders. Ich für meinen Teil werde nicht mehr eine einzige Sekunde mir den Kopf zerbrechen, wie ich an Geld komme. Das lebe ich seit 20 Jahren. Das interessiert mich gar nicht. Und jetzt können wir sagen, was ich dann von vielen höre, du hast ja die Reichen, die dir helfen. Dann kannst du mal schauen, wenn du jetzt gehst. Das sind ein ganzer Haufen da passieren dann Wunder ohne Ende. Ich weiß, wie ich mein Auto hergegeben habe damals. Mein erstes ist nur rumgestanden. Da so ein Mensch, das steht bloß rum. Da sagte Dieter Jakob, vom Jan Jakob, der Vater, sagte Udo, wir haben einen großen Betrieb. Lass, du brauchst doch ein Auto. Sag was, dann melde ich es bei mir auf dem Betrieb an. Das tut dir nicht weh. Na, so ich Dieter, dann muss ich ja trotzdem alle 4-5 Wochen raus und den Motor anlassen, dass die Batterie nicht leer wird, weil ich damit nicht fahre. Da soll ich ja wieder ans Rumstehen. Da habe ich das Auto hergegeben. Jetzt pass auf, wenn du das an normalen Menschen erzählst, ich gebe das Auto her, 3 Wochen danach haben mich 4-5 Mann angerufen, Udo, ich habe gehört, du hast kein Auto. Du, ich kaufe da Auto. Dass Leute mich anrufen, mir Auto schenken wollen. Was sagt der Udo drauf? Ja, dann muss ich ja wieder raus und den Motor alle 4 Wochen anlassen, dass die Batterie nicht leer wird. Jetzt haben wir ein Auto, aber das hat die Marion. Also was jetzt hier weltlich, wenn dann jemand zu mir sagt, was lebst du ja dann? Die typische Frage, von was lebst denn dann ihr? Ich sage, dann sagst du mal von dir, weil du mich jetzt ausdenkst. Solange du glaubst, dass ein Udo da außen existiert, solange du ihn nicht denkst, kommt natürlich mit dem Wissen sofort die Frage, der braucht Geld zum Überleben. Dieser Geld, das ist so hartnäckig. Es ist so unendlich hartnäckig, wenn ich in der Stadt spazieren gehe mit welchen. Wir haben so Geschäfte oder Kneipen, wo nie was los ist. Dann sage ich, pass auf, ich gehe da seit Jahren vorbei, wenn ich reinschaue, ist es immer leer. Die müssen noch Miete zahlen, wie machen die das? Und jetzt kommt sofort die Antwort mit einem Schmutzel. Wenn du was nicht denkst, ist es nicht. Und was nicht da ist, muss auch keine Miete zahlen. Und in dem Moment, wo du das denkst, das ist wie das Klingelingeling-Beispiel, konstruierst du wieder einen da außen, du brichst das zweite Gebot. Die Vergangenheit, wenn du eine Mail kriegst, wenn es bei dir klingelt, schaust du zuerst einmal hin, wer ruft mich an. Das passiert in dir, das ist dein Automatismus. Die Frage ist, der Beobachter da, der schmunzelt, jeder Moment, jedes Mail, jede Kleinigkeit, die kommt aus dir. Jedes Buch, jedes Lied kommt aus dir und sofort konstruierst du wieder der Außenseiter, der das Lied in der Vergangenheit geschrieben und dann ins Internet reingestellt. Das Internet ist Gott, es kommt alles aus Gott. In Gott kannst du nichts reinstellen, außer das, was vorher aus Gott herausgekommen ist. Habe ich nicht im letzten Selbstgespräch gesagt, wenn du mir was schenkst, kannst du mir höchstens das zurückgeben, was du eh von mir bekommen hast. Und im Weltlichen sieht es aus, wenn ich jetzt meine Inge immer nehme, das ist ja gut situierte Frau, die hat irgendwann einmal aufgehört zu fragen. Sie hat bloß gesagt, Udo, pass auf, ich weiß alles, was ich habe, habe ich von dir. Und die wollte dann am Anfang, wollte die spenden und Bücher drucken lassen, habe ich gesagt, Inge, du pass auf, du hast es verstanden. Da lege ich überhaupt keinen Wert mehr drauf. Es geht ja nicht, du musst ja deine Rolle spielen, auch als die Frau, die du das Leben, das du hast. Und ich sage, das Einzige, was mir wichtig ist, das Geld muss dir gleichgültig werden, dass du begreifst, es muss dir gleichgültig werden. Das ist dir vollkommen gleichgültig. Und dann natürlich mit jeder Kleinigkeit, die wollen den Udo natürlich auch eine Freude machen. Nicht nur die, weil die sagen, das, was man von dir kriegt, dann kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Und ich sage, die meiste Freude macht ihr mir, wenn ihr euch anfängt, über das zu freuen, über das Leben zu freuen. Und die hat dann gesagt, Udo, ich gebe es jetzt auf, ich weiß, ich sage dir jetzt einfach, alles, was ich besitze, gehört eigentlich dir. Jetzt natürlich der Udo Roth. Und wenn du ich verwalte das für dich bloß und wenn du irgendetwas brauchst, rühr dich. Weil mir ist es zu mühselig immer wieder, wenn ich höre und es fällt das oder ich sage, Inge, ich verspreche dir, ich sage dann immer, Inge, ich verspreche dir, wenn ich wirklich jetzt als Udo in dem normalen, ausgedachten Leben, wenn so irgendwas fällen sollte, ich bin mir nicht so fein bei dir anzuklopfen und zu fragen, ob man da kurz aushilft.
Und die kennt jetzt den Udo seit fast 20 Jahren. Und da sage ich immer, weil ich ganz ehrlich und offen bin, ich habe sie erst ein allereinziges Mal angerufen und um Geld gebeten. Und das war nicht einmal für mich oder einen anderen, sondern für meine Marion, weil die Blomben gebraucht hat. Und das war dann eine Riesenfreude, Implantate beim Zahnarzt. Und die sind so teuer. Das war nur Selbstlust für die Marion. Nicht einmal für mich, weil ich würde eh nichts machen lassen. Aber das stimmt, Udo. Es ist, wusste ich mir das werde. Und es ist dieses, es ist eine Form von Gleichheit. Und die Freude darüber, dass ich Aufträge bekomme, die ist da. Aber es ist nicht mehr diese Euphorie. Es ist eine Freude, ja. Schön, es funktioniert. So hat es noch nie funktioniert. Jetzt mal zurückgeblättert in meinem Buch. Und es ist eine Freude, die aber nicht mehr in diese Euphorie geht. Schau dir Das ist die nicht. Vögel an unter dem Ja. Himmel. Sie Ja. säen nicht, sie ernten nicht und sie haben Ja. immer genug. Ja. Oder die Lilien auf dem Felde, wie prächtig sie gekleidet sind. Das Und ich wächst sage immer wieder, tatsächlich. wenn du zufrieden, du Ja. spielst zurzeit die Rolle eines Trockennasenaffen und dazu brauchst du Ja. gewisse Grundvoraussetzungen, dass du dich wohlfühlen kannst. Und ich kann immer Ja. nur wiederholen, die Grundvoraussetzung ist zuerst einmal, wartet einmal eine kleine Sekunde. Ja? Hallo? Wolltest du Waver? Die Grundvoraussetzung, wenn du Durst hast, dann brauchst du was zum Trinken. Stimmt oder stimmt? Ich Stimmt, sage, das ja. Problem kannst du mit dem Wasser abstellen. Ja. Wartet mal einen kleinen Moment, ich glaube, das ist der Betscher. Passt. Am Montag, also wie gesagt, ich bin am Montag, weil Heiko van Zeiten ich Skype gerade mit dem Heiko, der das die Technik macht. Heiko van Zeiten hier am Montag in Bleinfeld, ab wann? 17 Uhr. Ab 17 Uhr, das wird aber dann ganz schön. Ab 17 Uhr sind die in Bleinfeld, passt dir das? Da kommst du um 17 Uhr runter, ich bin wahrscheinlich ja wenn eher oben. Ne? Taugst einfach auf und dann schauen wir uns das an, dann kannst du den Typen mal anschauen, der das macht. Gut, Wafer, ciao, danke dir, weil, tschüss. Das waren unsere Boxen. Ah. Wie vielleicht Hammerschmidt. Also pass auf, wenn du einen Durst hast, brauchst du was zum Trinken, um das Problem abzustellen, reicht der Wasserhahn. Wenn du einen Hunger hast, brauchst du was zum Essen. Wenn ich dir sage, ich mache dir einen Monat lang mit Hartz IV Geld, mache ich dir jeden Tag dich total satt und zwar köstlich satt, wenn man es kann. Das ist eine Art von Kreativität, reicht das Geld locker aus. Wir haben gestern jetzt ein paar Mal, wo ich Sachen gekocht habe, wo muss ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil wir haben voriges Jahr zu meinem Geburtstag habe ich einen Speisegutschein geschenkt gekriegt vom Jan, von Jakob und von der Ariane, weil die haben mich zum Essen eingeladen und dann haben sie da nur einen Speisegutschein über 50 Euro und da sind wir gestern nach einem Jahr, jetzt wieder, meine Frau will doch immer nicht zum Essen. Und da sind wir zufällig gesagt, und jetzt hauen wir den Gutschein weg und dann gehen wir da essen. Und das war für sie der absolute Schock vom Essen her. Erstens hat es, wobei das ein feines Lokal ist, das ist die Vorspeise ist schon gewesen, 7,50 €. Das war für einen hohen Zahn. Da sagte ich, für 7,50 € mache ich für 8 Mann ein köstliches Menü, wo du satt wirst. Ja. Das war also wirklich, das waren zwei, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, ich habe dann nur umgesetzt im Kebabladen, sage ich, das sind zwei so, die Vorspeise sind zwei riesen Kebabs. Das war einfach nur so ein Witz. Das war ein Witz. Und da ist, sie sagt immer, meine Frau will überhaupt nicht mehr zum Essen gehen, weil sie sagt, was soll ich ja auf dem Geld zahlen für was, was mir nicht so schmeckt, wie wenn ich koche. Also gut, du brauchst was zum Essen und jetzt ist wichtig, im Winter brauchst du als Säugetier in unseren Gegenden ein Loch, wo es warm ist, dass dir der Arsch nicht abfriert. Wenn das gegeben ist, dass du ein warmes Schlafplätzchen hast, ein Wasserhahn hast und das Nötigste zum Essen, dass du nicht hungerst. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kannst du schon hundertprozentig glücklich sein. Alle Unzufriedenheit, die jetzt noch in dir herrscht, besteht nur, dass du dich mit irgendwelchen Erscheinungen in deinem Kopf vergleichst. Du schaust nach oben. Du vergleichst dich immer mit Leuten, wo deine Logik sagt, denen geht es besser wie mir.
Wenn du dich nach unten vergleichen würdest, ich habe so oft gesagt, so wie du dir mit deiner Logik zurzeit noch Welt ausdenkst im unbewussten Zustand, dass 70-80% der Weltbevölkerung, vorsichtig geschätzt, so wie wir das vom Hörensong aus den Büchern heraus kennen, würden sich alle 10 Finger abschlecken, in Deutschland mit einem Hartz-IV-Empfänger tauschen zu dürfen. Weil von denen aus gesehen ist das schon fast der Himmel auf Erden. Stimmt oder stimmt? Jetzt frage ich dich, wer daran schuld ist, wenn du dich scheiße fühlst. Ich gehe mal davon aus, dass dein Wasserhahn, du hast genügend zum Essen und das warme Loch momentan. Das hat, ja. Die Frage hat sich noch nicht gestellt, dass du, natürlich hast du Ängste, dass du aus der Wohnung rausfliegst oder dieses und jenes und auf der Straße. Das ist aber doch schon wieder was, ein selbsterfüllende Prophezeiung. Weißt du noch, Heidemarie, wo ich dich im Krankenhaus besucht habe? Dann ist die kleine Heidemarie dicht im Bett im Krankenhaus und das Erste, was sie sagt, Udo, und ich denke mir noch, kaufst du dir ein Handy, wenn du ins Krankenhaus kommst? Und ich sage nur, Bingo. Da war Redo und Diana dabei, die haben sich in dem Moment gegenseitig angeschaut und gekritzt. Jetzt ist natürlich, du konntest dir das nicht raussuchen. Verstehst du, Heidemarie? Naja. Diese Gedanken, pass auf, die ich dir einfallen lasse, kauf dir ein Handy, weil wenn du vielleicht ins Krankenhaus kommst, die habe ich dir einfallen lassen, was hier gefällt hat, dafür kannst du ja nichts. Immer wieder alles wird freigesprochen. Es war nicht ein Hauch von Beobachter da, der die Heidemarie beobachtet, dem das bewusst wird. Dass die Heidemarie schon wieder Zukunft, Ängste und Probleme in die Zukunft projiziert. Das ist ja kein Vorwurf, das ist ein Reifeakt. Wenn das einmal permanent ist, erstickt das im Keim. Immer mein Zauberwort dafür ist wisch und weg. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Udo. Und jetzt ist es so, dass ich euch gleich sage, wo ich dann gesagt habe, ich kümmere mich nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie oft der eigene Satan dann kommt und sagt, hast du recht, dass immer wieder eingespielt wird, wenn jetzt das doch nicht stimmt und so weiter und so fort. Und ich habe mir da einen Schwur gegeben und sage ich, und wenn Gott will, dass ich unter Brücken schlafe, schlafe ich unter Brücken, weil mir bewusst gewesen ist, wenn ich falle bloß wieder auf den Satan rein. Das ist die Versuchung in der Wüste. Die Geschichten wiederholen sich immer und immer wieder. In jedem Leben kriegst du eigentlich dieselben Probleme vorgesetzt, nur in einer anderen Form. Und das ist das Ego. Der Satan ist das Ego. Das ist der Teufel. Der Zweifler. Teufel ist der Teufel, sagt man. Der Zweifler. Aber dieses Ego wird einem doch auch eingespielt. Ja, das ist der Sinn des Lebens ist, dass du genau diesen Charakter durchschaust. Das ist der Sinn, das Tierchen gucken. Der Tierforscher will wissen, wie funktionieren die Tierchen. Brutverhalten, Fressverhalten, Sexualverhalten, Wünsche, Kommunikation, Sozialisierungsverhalten. Ich beobachte Tierchen. Ohne, der Tierforscher sagt nicht, das Tier ist schön oder das ist hässlich, das liegt im Auge des Betrachters. Hast du schon mal so einen schönen Truthahn, wenn die Hautfetzen runterhängen oder ein Geier dir anschaut? Was meinst du, wie doll hier ein Geierweibchen in den Augen eines Geiers ist? Oder was ich meine, mein Standardbeispiel, kennst du Mulle? Mull. Wenn nicht, gibt es einmal einen, der sieht aus wie ein Maulwurf. Genau wie ein Maulwurf. Maulwurf ist ja putzig. Das Problem ist, dann denkst du dir jetzt als Albino ohne Haare. Der sieht aus wie ein vollgeschissener Pariser. Das ist ein weißer, faltiger Hautsack mit zwei Zähnen vorne und vier und einer Schnauze. Und jetzt ist der Witz, die Mulle sind eine ganz besondere Rasse, ist eine außergewöhnliche Tierart, jetzt ist natürlich symbolisch, die Mulle selber, die leben auch unterirdisch in Kanälen wie die Maulwürfe, was aber die Mulle vor allen anderen Säugetieren unterscheidet, sie sind organisiert wie ein Bienenstaat oder ein Ameisenstaat. Bei den Mullen gibt es eine Königin, das ist der Boss. Aha. Ist wirklich, die Mulle ist die Königin, ist wie beim Bienenstaat der absolute Boss und alles andere ist Arbeitsgetier. Und jetzt, was meinst du, wie für ein Mullmännchen, wie der seine Mullkönigin anbetet? Und wenn du das Ding siehst, ist wirklich wie ein vollgeschissener Pariser. Das ist nur ein faltiger Hautsack mit vier Beinen dran und von der Schnauze mit zwei großen Zähnen. Gib mal Mull ein und dann schaut er das im Internet an. Und das ist immer wieder das Licht, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und es sucht sich keiner raus. Und jetzt Tierchen gucken heißt, das zu beobachten. Einfach nur wertfrei zu beobachten. Und ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Das ist der du zu sein glaubst. Aber das passiert erst, wenn du dich erhoben hast. Ich sage immer, ich habe einen Heidenspaß mit meinem Udo.
Den habe ich schon längst durchschaut und der Witz ist, auch den will ich nicht verändern. Ich habe doch schon mal gesagt in einem Vortrag, wenn ich jetzt immer wieder, es ist ja ein Entgegenkommen, weil man darf die Leute ja nicht schocken. Es ist immer gut, das, was ich jetzt als Udo in deinem Traum intellektuell von mir gebe, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt stell dir mal vor, ich würde noch ausschauen wie der Brad Pitt und hätte die Stimme vom Heiko. Das wäre ja schon Manipulation. Siehst du, Heiko, habe ich dir mal was gesagt zu deiner Stimme? Das wäre ja die totale Manipulation. Ich würde euch ja gar keine Chance lassen, irgendwie in Frage zu stellen. Da wäre gerade das Weibsvolk wäre ja dann unter Vollhypnose. Also mache ich dann ein Brösel mit einer kieksigen Stimme. Oh nee. Dass ihr das nicht mehr betrachten könnt, was ich euch erzähle. Es geht um den Inhalt meiner Worte, nicht um Darstellungsform. Es geht nicht um den, der die repräsentiert. Nee. Es, verstehst du, es geht rein um den Inhalt, dass du dich auf den Inhalt konzentrieren kannst. Und trotzdem, Udo, ist es so spaßig, wenn ich jetzt bewusst mir ausdenke, zurückblätter vor einem Jahr, als ich anfing, Holofeeling zu lesen und zu hören und mit einer Spaßigkeit jetzt beobachte, wie ich das damals interpretiert habe. Das mache ich auch immer noch. Es verändert. Aber es ist einfach ein Genuss, das ist trotzdem bewusst, sich auszudenken. Und war das vor einem Jahr, das bringt Spaß. Das ist geil, das sind die 100 Affen, wo ich zurzeit anspreche. Da passiert sehr, sehr viel, dass Leute jetzt hier, alte Bekannte von mir, die den Udo noch kennen, die vor, was weiß ich, 30 Jahren bei mir im Laden waren, die jetzt zufällig hier, wenn ich laufe, mich treffe und das, was da passiert, als wenn die sich verändert hätten, die neugierig sind. Wobei, die machen ja gar nicht was, was ich mache. Und das ist in jedem Leben. Schau mal, Dina, wenn ich jetzt Heiko nehme, Heiko ist rein, was die Zahlen des Aufwächern anbelangt, ein totaler Blindgänger. Martina, dem bist du haushoch überlegen. Oh, das heißt schon was. Haushoch überlegen. Das ist so, der Heiko, was? Ich bin auch noch der Blindgänger. Das ist nicht seine Aufgabe. Ja. Verstehst du, das ist nicht seine Aufgabe. Deswegen läuft überhaupt nichts verkehrt. Ja. Das ist immer wieder das zu meinen, wenn man gut aufhören kann, ist immer was Besseres oder was Schlechteres. Oder jetzt diese schöne Diskurs mit den, wo der Gerhard reingestellt hat vom Almeida oder vom Jan mit der Liliane. Ja. Das ist natürlich ein Schuss vom Bug. Stell dir vor, wir denken uns jetzt einmal eine Liliane aus, ist ja nur ein Gedanke und die kriegt das jetzt hingefahren. Ja. Wenn da ein Hauch von Ego ist, verstehst du, da kriegst du Schock. Stell dir vor, du wärst es. Jetzt ist natürlich immer wieder so eine Sache, weil überall gesehen, sage ich, ist es auch einseitig. Die Aussage von Ihnen sind genauso einseitig. Das ist auch in dem Gespräch mit den Gerhard, wenn Sie sagen, ja, jetzt Gerhard und Jan, wo der Gerhard sagt, ja, und dann macht er wieder seine Filmchen rein, ich liebe dich und so, hahaha, ist lächerlich. Da merkst du, es sind auch Feindbilder, dass sie meinen, die haben sich drüber erhoben. Ich habe mir den Vortrag ausdenken. Immer dran denken. Ich habe mir den Vortrag schon dreimal angehört, weil der so interessant ist. Das ist so komplex, da muss man echt gut hinhören. Immer wieder wach werden. Du hast das erste Mal Charaktere und du magst du meinen, das haben sie begriffen, das haben sie nochmal nötig. Ja, ja, genau. Und du warst so demütig. Ich habe dann wieder andere, ohne jetzt Namen zu nennen, die waren früher eiskalt, die haben gesagt, Schlagerzeug und so ein Kitsch. Die sagen, Udo, ich sitze mittlerweile, ich habe mal den kleinen Tipp gegeben, wenn Lieder, wenn du mit dem Auto fährst, wenn du irgendeine Musik hörst, ein Radio laufen hast, wenn ein Liebeslied kommt und es wird irgendwer besungen, wo der Sänger, ich liebe dich so sehr, dann kannst du zwei Seiten machen. Du stellst dir entweder vor, dass du das bist, der Gott besingt. Ja. Okay? Ja, genau, ja. Oder du drehst es rum, dass du sagst, Gott singt es für dich, er sagt es zu dir. Stimmt. Und plötzlich, wo dann Leute sich umdrehen und sagen, so, ich höre mir die Singen mittlerweile 4-5 Mal an und ich passe genau auf, weil jeder Moment, der in mir auftaucht, schon auch wenn Videos sind und ich meine, ich tippe das weg, das brauche ich nicht hören. Ja. Das sind oft, am Schluss kommt irgendeine Kleinigkeit, die letzten 2 Sekunden, die wichtig wären, die du gar nicht mitkriegst, weil du so vorschnell bist, weil du meinst, wenn was auftaucht, nimm dir die Zeit, du hast alle Zeit der Welt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das Einzige, was du ewig hast, ist Zeit, glaub es mir. Stimmt. Zeit, das mache ich jetzt auch beim Lesen, das langsamer Lesen, weil ich bin ja so ein Schnellleser mal bisher gewesen. Und dieses ganz langsam, Mensch, da kriegst du viel mehr mit, wenn du mal ein wenig langsamer machst. Martina, ich habe meine Inge, die jetzt immer wieder gesagt hat, die ist hoch, in gewissen Sachen hochintellektuell gewesen. Astrologie und so, ein wandelndes Lexikon und sie stellt plötzlich mit den Sätzen fest, sie kann sich die 22 hebräischen Zeichen nicht merken. Das war schon vor 20 Jahren fast. Dann hat sie sich Karteikärtchen damals gemacht. Einzeln die Zeichen,
Ich kann mir die konnte dir die ohne Computer oder was, wenn du sagst, hier, was bist du für ein Sternzeichen? Ich sage ja dann immer, ich bin Arschloch Aszendent Frettchen. Dann konnte die dir genau. Die konnte dir dann genau sagen, hier bla 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 bla, die muss in Kabuch nicht reinschauen. Verstehst du? Das hat, weil die so studiert hat, das Zeug, aber sie konnte die 22 Zeichen nicht merken. Das ist wie in einem gewissen Maße geistige, wie eine Farbenblindheit, wenn einer, das ist ja keine Krankheit, das ist angeboren. Ja. Und dann sag ich, das ist halt Inge, das hast du halt, in dem Leben geht es halt bei dir um was anderes. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Und dann kriegt die, als erste, die hat er eh immer damals als erste die Schriften kam, kommt die Hologrammatik. Was natürlich gerade, wenn sie die Zeichen eh nicht merken kann, und auch die Hologrammatik, die ja sehr heftig sind für einen normalen Menschen, wo ich sage, das sind einmal die höheren Schriften, jetzt pass auf. Und dann ruft die mich an und sagt, Udo, das ist der absolute Wahnsinn, das ist mir noch nie, ich sitze. Martina ist Thema, ist langsam lesen. Und da ist ein kleiner Absatz, in der Hologrammatik und in der Grammatik ist ein kleiner Absatz von 5 Zahlen. Und dann sitze ich und dann schaue ich mir das genauer an. Und dann schaue ich hoch und dann schaue ich auf den Wecker und dann ist es 3 Stunden später. Ja. Die sagt, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Das hat mich vollkommen aufgesaugt. Und ja, bei dir beginnt es ja, dass du plötzlich merkst, wenn in Ich Bin, du heißt es am Anfang, gib meinem Menschensohn ein Wort und der macht aus dem Stegreif. Ja. Ein 500-Seiten-Buch. Ja. Und du wirst, wenn du das Prinzip verstanden hast, wirst du dich keine Sekunde langweilen, wenn du mir zuhörst. Ja. Du hast jetzt diese Ebene und jetzt ist es. Wir hatten ja nur wenig Kontakt, dass wenn jetzt mein Michael oder so, wenn da ist, das sind die Grundlagen da. Und wenn ich erzähle, dass ich ein Wort nehme und ich gehe jetzt vom Hundertste ins Tausendste, immer hebraisieren, rückübersetzen in die anderen Sprachen mit rein, weil das hängt ja alles zusammen. Das sind komplexere Perspektiven. Ja. Dass die sofort, du kannst, ich sage dir jetzt, ich prophezei dir, wenn wir so ein Spiel machen, dass du jetzt in deinem momentanen Stand, wo du sofort greifen kannst, ohne was anzufassen, alles andere erzähle ich ja. Ja. Darum sag ich mal wieder, du musst dir nichts merken. Hör einfach zu und geh den Gedankengang mit, dass du mir komplett folgen kannst, wenn ich was erkläre und ich spring dann und setz das um. Ja. Aber der Witz ist, dass du zuerst die Fähigkeit haben musst, das habe ich bei vielen, die sagen, wenn du das erzählst, das Problem ist, wenn ich das Wort sehe, sagen die, dass ich von selber nicht draufkomme. Wenn du jetzt das erzählst, ist alles Wissen da. Also offensichtlich weiß ich das ja, aber ich habe noch nicht, dass das von selber kommt. Und das ist aber auch nur eine Phase deines Lebens und irgendwann ist es dieses Ja. Das ist dieses, früher habe ich immer von einem Chatting gesprochen. Ja. Wenn ich jetzt zu dir zum Beispiel sage, kannst du rechnen, sagst du ja. Ja. Ich meine jetzt die Standard-Höre. Sagst du einfach ja. Und jetzt kommt ein Kind und sagt, Dandi, was ist rechnen, erklär mir das mal. Und jetzt schau mal, wie viele Wörter du machen musst, um das zu erklären. Das erkenne ich immer mehr, dass es genau so läuft. Und wenn du zu allen Ja und Amen sagst, dann ist es doch in Ordnung. Ja. Ist es in Ordnung? Ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich da immer so schön, das mache ich mir mal, Michael, die Schlussszene von Ghostbusters 1. Heiko, kennst du Ghostbusters? Ja. Da ist der Schlüsselmeister. Mir geht es nicht ums Gemeinsame. Und dann, wie dann das ganze Tohuwabohu rum ist, dieses Chaos, der kleine Schlüsselmeister dann, und dann gehen die dann und dann läuft der nebenher und dann sagt der eine zu dem Kleinen, zum Schlüsselmeister, du, noch was, ich würde dann später mal eine Gewebeprobe von deinem Gehirn brauchen. Und er schaut ganz teilnahmslos und sagt, okay, den Zustand musst du doch. Mach mit mir, was du willst, okay. Das ist ja, Heiko. Aber ja, was auch gut ist, dieses tatsächlich jetzt so, dieses nichts mehr sich merken zu müssen, das tut gut. Ich habe so das Gefühl, als wenn der ganze Verlass wegfällt. Es reicht doch, wenn du weißt, dass ich in dir drin bin. Stimmt. Das ist es wirklich. Ja. Wenn du das jetzt nicht nur nachplapperst und du hast es begriffen und du weißt, dass alles aus dir kommt. Und das ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn mir was nicht einfällt, dieses blöde Gefühl, es liegt mir auf der Zunge. Du musst es loslassen lernen. Genau. Wenn es jetzt nicht sofort da ist, mischt sich sofort wieder das Ego ein und es wird es mit aller Gewalt wieder hochholen, Martina. Denk, wir schon weg, dann soll es jetzt nicht sein. Genau. Ich könnte dir jetzt definitiv sagen, als Udo, das werde ich euch zeigen, keiner, jetzt mein Udo, den ich mir ausdenke, keiner ist vergesslicher wie der Udo. Und zwar in Bezug auf Sachen, die jetzt nicht wichtig sind. Und es ist tödlich zu meinen, das wäre jetzt, ich muss es rausholen, ich habe es vergessen. Wenn es wichtig wäre, wäre es da. Ich mache immer so den Prototypen als Mensch jetzt, dass du irgendwann einmal begreifst in der Selbstbeobachtung, das was du anstreben sollst. Wo ich sage, Alzheimer. Ja. Alzheimer, rot gelesen, ist das größte Geschenk, das es gibt.
immer denken blau und rot. Materialistische Logik sagt, es ist was ganz was Schlimmes. Wir dürfen doch nicht vergessen. Verstehst du? Nazi-Sachen und so weiter und so fort. Dann das ganze Tierschutz, das, was nicht vernichtet wird. Das nochmal, deine Erscheinungen, du bist ein träumender Geist, du schaust Gedankenwellen an. Wie unendlich geistlos ist es eigentlich, wenn man mit Gewalt versucht, Wellen am Leben zu erhalten oder ständig zu wiederholen, wenn ich die Möglichkeit habe, neue Wellen zu erzeugen. Aber die neuen Wellen kommen doch erst, wenn die alten weg sind. Wenn die vollkommen ausgeklungen sind, dann ist es vom Tisch. So viel zum Thema Reinkarnationshypnose. Pass auf, die Bücher, die du schon gelesen hast, es werden nur die Erfahrungen abgespeichert. Aber nicht die Geschichten, in denen du die Erfahrungen machst. Du machst jeder Geschichte Erfahrungen. Hör genau zu. Wenn du jetzt als Kind, machen wir mal jetzt ein raumzeitliches Beispiel, wenn dich als Kind irgendwas interessiert, ich sage, Heiko zerlegt sein rotes Feuerwehrauto, weil wissen wir, wie das funktioniert. Das ist ein Lernprozess, das ist ein wirklicher Lernprozess, wenn du das selber aus kindlicher Neugier erforscht. Und in dem Moment, wo du das dann rausbekommen hast, wie es funktioniert, hast du dein Heureka, dein Haha-Effekt. Ja. In dem Moment ist es abgespeichert und es ist hochinteressant, dass du, wenn du jetzt das erkannt hast, hast du keine Sekunde lang das Bedürfnis, ein Gefühl in dir, das darf ich jetzt nicht mehr vergessen. Ja. Das Gefühl hast du nur, wenn du programmiert wirst in der Schule. Ja. Da ist was in dir drin, das sagt, das darf ich nicht vergessen. Wenn du selber was erforscht oder auch wenn du bastelst und du kriegst was raus, ist ja ein permanenter Lernprozess durch das selber machen, durch die eigene Neugier, ist alles, was du lernst, ist überhaupt nicht verbunden mit einem Gefühl, das könnte ich vergessen. Ja, es ist wie mit Autofahren oder Radfahren, das vergisst man nicht. Das ist das Wesentliche und jetzt ist es, dass der Prozess, wo du was lernst, uninteressant ist. Die Märchengeschichten, ich sage immer wieder, in Märchen lernst du was, die Figuren und die Personen oder die Details sind vollkommen uninteressant, sondern das, was gelernt werden muss, das nimmst du mit. Und jetzt ist alles, was du abgehakt hast, was gelernt ist, musst du nicht nochmal machen. Gut, ja. Es ja. ist zum Beispiel, wenn wir wieder auf das Rechenbeispiel gehen, da gibt es zwar die höheren Rechenwege, darum habe ich gesagt, mach einfach nur addieren, subtrahieren, mal nehmen und teilen. Das hast du gelernt. Und jetzt ist wichtig, dass du dir nicht einmal diese Handrechnungen merken musst, weil du in einer Zeit lebst, wo es Taschenrechner gibt. Du darfst in jeder Prüfung, ich habe das so oft gesagt, einen Taschenrechner mitnehmen. Es verlangt auch keiner von dir, dass du das im Kopf rechnest. Du solltest aber einmal gelernt haben, was der Rechner da eigentlich macht, wenn er addiert. Ja. Das ist abgehakt. Verstehst du? Du weißt, was Addition ist. Ja. Und den Rest kann man doch dann an Arbeiter einsetzen. Dasselbe ist es, du darfst deine Formelsammlungen in Prüfungen mitnehmen. Ich verlange von dir nicht, dass du die Wörterbücher alle im Kopf hast. Du kannst dich doch jetzt mittlerweile mit dem Internet hinsetzen, wenn es dich interessiert, und nachschauen. Und gerade es reicht eigentlich, wenn du wirklich in der Tiefe die einzelnen Zeichen, ihre Umformung in Rot und Blau verstanden hast. Ja. Wenn du jetzt dieses Prinzip verstanden hast und du gehst jetzt im Gematrie-Explorer, der ja nur ein kleiner Auszug ist, gibt ja noch, ich kenne da noch, das bedeutet das Zeug noch viel mehr, wenn man mehrere Hebräisch-Deutsch-Wörterbücher nimmt, dass du das Prinzip verstanden hast, dass die sich auch oft widersprechen, die Antworten. Ja. Das stimmt dann eh immer. Stimmt Martin oder stimmt? Ja. Wie oft willst du ein Radix nachschauen und du bist dann baff, wie das stimmt? Wieder wie die Faust auf Auge. Ja. Ja. Weil die Energien wirken. Und das ist jetzt, dass jetzt hier viele ein Problem haben mit der Symbolik, dass die ein Wort nachschauen und dann ist da plötzlich eine halbe Seite in Gematrie Explorer. Ich sage, wenn ich dir meine Wörterbücher zeige, das ist in manchen Wörterbüchern sind es 3 oder 4 Seiten. Ja, was bedeutet das alles? Machen wir eine ganz einfache Sache. Pass auf, ich mache mal nur die Radix GB. 3, 2. Das haben wir im Geber. Der Geber, die männliche Potenz. Wo ich schon mal angesprochen habe, die Gebärmutter ist die Matrix. Da haben wir den Geber, die männliche Potenz und die Mutter. Das heißt, in dem deutschen Wort Gebärmutter ist eigentlich schon ein Adam drin. Ja. Und der Geber beginnt ja mit GB. Und jetzt machen wir einfach die 3 und die 2. Das heißt, irgendwie werden aus der 3 2. Ja. Das heißt, aus der Synthese war These und Antithese. Ja. Dort dieser Geist, der der Schöpfer ist, können wir für die 3 die 1 setzen und nochmal 1, 2, das heißt aus 1 waren 2, das ist der Vater, darum heißt es auch aufblühen. Ja. Merkst du, ich spiele jetzt nur, ich weiß gar nicht, was die hebräischen Wörter, ich schaue mir nur die Ziffernwerte an. Ja, ja.
als Quantitäten. Es werden aus dieser 3, aus der Synthese, werden 2, also habe ich Synthese, These, Antithese. Ja. Geb. Ja. Wenn du jetzt Geb in hast Geometrie-Explorer, wenn du eingibst, jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt das in Geometrie-Explorer eingeben, wenn ich das einmal verstanden habe, das sind Energien, dann wirst du plötzlich feststellen, dass dieses Geb heißt, ein Buckel von einem Schild erhöht ist eine Erhöhung, aber auch eine Erwiderung. Dann heißt es ein Gewölbe, gewölbtes, aber auch ein Graben, eine Grube, eine Höhle, ein Rücken, die Rückseite. Ja. Jetzt pass auf, ist das nicht die 2 der Wellenberg und das Wellenberg gleichzeitig? Ja, genau. Ja. Genau. Das, wenn das Prinzip musst du verstehen. Da werde ich im Blindfeld werde ich das Beispiel nochmal brechen. Und das passiert, das funktioniert jetzt mit allen Sachen. Ja. Dann haben wir hier ja nochmal die 2. Im Geber haben wir ja auch noch BR. Wir machen aus der 3 machen wir 2 Zweierradixen. Und das ist normalerweise, soll ich BR mal ganz einfach das Äußere. So heißt es auch im Langenscheid. Aber jetzt hast du ausgedroschenes Getreide. Dann die Reinheit, der Sohn, die Unschuld. Das passt natürlich, wie passt das zusammen? Und ich werde dir zeigen mit Reübersetzung. Nehmen wir mal die Reinheit. Das schieben wir das R vorne nach links und machen das rot. Dann hast du im Kopf und die Einheit. Genau. R-Einheit. In deinem Kopf ist eine Einheit. Ein ausgedroschenes Getreide ist eigentlich ein freies Feld. Das freie Feld heißt, das Feld hat oben Pflanzen und unten die Wurzeln. Ja. Wenn wir das jetzt platt machen, ist es ein freies, ist es die R-Einheit. Ja, da haben wir auch, man kann doch da auch rein als 3N eine Spiegelexistenz, Heid hast dann wie buchstabiert. Die gespiegelte Existenz ist wie buchstabiert. Bei den Verben und Adjektiven heißt es zum Beispiel unter anderem leer. Haben wir ja hier bei dem ausgedroschten. Leer ist leer, auseinandergeschmissen, weg. Du hast immer das Plus und das Minus gleichzeitig. Ja. Und das Prinzip, das sind die Wesen, was du merkst in der Umformung, das sind Energien. Das sind die Stochaion, heißt ja Schöpfungsenergien. Das sind Facetten, das ist, und das, was jetzt interessant wird, da halte ich euch in der, wir werden mal schauen, ich habe schon angedroht, dass man, wenn kann Energie machen, kann Fusion und kann Spaltung, natürlich sehr populärwissenschaftlich, das ist so ganz einfach, dass wir uns die Formeln anschauen. Ja. Und dann machen wir dasselbe Spiel und wir hebraisieren dann die Formeln, wir haben mal Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall und Gamma-Strahlung. Und euch haut es den Vogel raus, was da drin steht. Du musst nur die hebräischen Zeichen einsetzen und kannst es im Klartext lesen. Und jetzt beginnen die Wunder. Das sind wirkliche Wunder. Ja, das stimmt. Also das ist, da wird man satt. Da habe ich so das Gefühl, das ist genau das, worauf man satt. Das muss zur Freude machen. Und wenn jetzt Martina hat extreme Freude dran, der Heiko hat keine Freude dran, der hat dann andere Sachen Freunde. Aber das ist, du kannst schauen, erst einmal, was dein momentaner Charakter interessiert und das sollst du durchschauen. Ja. Und dann kommt dann irgendwann, dass man sich austauscht. Dass das Auge plötzlich zum Ohr sagt, hey du, ich erahne dich nur, ich kann dich zwar nicht sehen, aber irgendwie bist du nicht möglich. Ja. Und warum verstehe ich da nichts? Du musst doch gar nichts verstehen. Du musst uns doch bloß ausdenken. Heide Marie, du musst gar nichts verstehen. Es reicht, wenn du uns ausdenkst, weil ohne dich wird es uns ja nicht geben. Du wirst aber nicht glauben, dass da außen ein Heiko und eine Kerstin und eine Martina gibt, wenn du uns nicht ausdenkst. Zumindest nicht in deiner Traumwelt. Aber Gott sei Dank gibt es unheimlich viele verschiedene Welten. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und jede Welt, jede Traumwelt ist genau so, wie der Träumer sich das ausdenkt. Ganz individuell. Und die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, die ist so, wie du sie dir ausdenkst. Und wenn ein anderer sich eine andere Vergangenheit ausdenkt, ist es halt so, wie er sich das ausdenkt. Und wenn jetzt hier die zwei aufeinandertreffen in einem Traum und sie meinen, wir müssten streiten, welche Vergangenheit richtiger ist. Das habe ich oft genug erklärt, das ist eigentlich geistloser Schwachsinn. Das ist klar. Das ist nur für die interessant, die glauben, es gibt nur eine einzige richtige Vergangenheit, nämlich die, die sich ausdenkt. Ja. Und alle die, wo was anders behaupten, wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder wurde er nicht gekreuzigt? Waren die auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? Und das Erste ist schon die Frage nach, was ist vorher oder was ist richtig oder was ist verkehrt. Wie oft hört ihr von mir, jeder Mensch, der eine Einseitigkeit anstrebt oder vertritt, der wird leiden ohne Ende, bis er das aufhört. Er soll die Vollkommenheit anstreben. Was war zuerst? Die Frage stellt sich nicht, weil es kein Vorher gibt. Dann ist alle Fragen, die damit verbunden sind, ja, was ist jetzt dann wirklich gewesen in der Vergangenheit, sind hinfällig. Ja, das, was du glaubst, was du dir in die Vergangenheit denkst. Du hättest aber die Freiheit, dir das anders zu denken. Stimmt oder stimmt?
Ja. Weißt du, du lebst jetzt, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, lebst in den absoluten Wahn zu glauben, zum Beispiel, du bist die Heidemarie, obwohl du dir auch denken könntest, du bist der Udo. Aber es funktioniert nicht. Von der Ebene der Heidemarie, vom blauen Ich aus gesehen, geht es nicht. Von der höheren Ebene geht's. Ich sage, du kriegst auf der höheren Ebene ganz, wenn du wach wirst, ganz andere Möglichkeiten. Aber zuerst einmal musst du das Buch fertig lesen. Das Wichtigste in dein, von den vielen Büchern, die du schon durchlebt hast, du bist der Ich, ist das dein momentanes Buch das Wichtigste überhaupt. Okay, jetzt lassen wir es gut sein von meiner Seite. Danke. Lass mich in euch reinfallen und man sieht sich ja. Ja. Demnächst in diesem Jahr. Danke. Diesen Kopf. Tschüss. Tschüss. Danke, Udo. Danke.